So, hallo ihr Lieben. Bevor es gleich losgeht, kommt mal alle nach vorne, damit ich euch alle sehe. Ihr da hinten auch? Genau, du da? Nein, Drea, komm mal nach vorne. Also ganz wichtig, bevor es losgeht, wir haben ja mal wieder Auflagen bekommen. Und ich möchte die gerne kurz verlesen. Es gilt keine Maskenpflicht, wenn ihr ordentlichen Abstand zueinander haltet. Also 1,50 Meter Abstand, aber wenigstens mal keine Masken, das finde ich sehr gut. Ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Es sind keine Waffen erlaubt, es sind keine gefährlichen Hunde erlaubt. Ihr dürft Flugblätter verteilen, sofern sie ein Impressum haben. Falls ihr Transparente habt, sollten die Stöcke nicht länger als 2,50 Meter sein. Wir dürfen euch nicht zum Essen einladen oder zum Trinken. Ihr dürft Straßenmalereien hier auf die Straße bringen, sofern es wasserlöslich ist. Und das lese ich mal vor, gelbe Sterne als Plakate, Transparente, Banner oder auf Kleidungsstücken und oder ähnlich plakative Bekundungen, die als Vergleiche zu der nationalsozialistischen Vergangenheit der BRD herangezogen werden können, sind verboten. So. Und genau damit möchte ich euch jetzt erstmal herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle hier seid. Einmal einen großen Applaus für euch. Die meisten von euch wissen ja, dass die Kundgebung hier auf dem Königsplatz alle 2 Wochen stattfindet. Und da möchte ich ganz gerne ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die ich gerade nicht sehe, aussprechen, nämlich an ganz besonders Philipp, Felix ist auch da hinten, Silke, also an die Corona-Rebellen, die hier alle 2 Wochen stehen und eine Kundgebung für euch organisieren. Ein ganz großes Dankeschön. Genau, die Kundgebung heute und auch der Aufzug, der anschließend stattfindet, findet in Kooperation mit den Freien Bürgern statt. Freie Bürger Kassel sagt dem einen oder anderen sicherlich was. Und wir finden es alle wichtig und deswegen auch diese Kooperation, dass wir eben zusammenhalten. Es gibt so viele verschiedene Initiativen, Aktionen in Kassel, darüber sprechen wir nachher auch noch. Und es ist so wichtig und es ist unbedingt an der Zeit, dass jeder Einzelne von euch Gesicht zeigt. Geht auf die Straße, lasst die Menschen nicht alleine, die jeden Tag ihr Gesicht nach draußen bringen, denn ihr wisst wahrscheinlich, wie die im Fokus stehen, wie sie jeden Tag attackiert werden. Das schaffen die Menschen aber nicht, wenn jeder Einzelne von euch bereit ist, auch Gesicht zu zeigen. Deswegen mein Appell oder unser Appell an euch, schließt euch den Initiativen an, plant selber Aktionen, seid mutig, zeigt Gesicht. Das ist wichtig für all die, die jeden Tag wirklich auf die Straße gehen. Ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir heute neben den regionalen Rednern auch 2 ganz besondere Gastredner. Hallo! dabei, ich freue mich sehr, sehr, sehr über die Gastredner, die heute auch dabei sind. Und ich freue mich richtig, dass wieder ein Aufzug durch Kassel stattfinden darf. Und ich hoffe, ihr habt alle ganz laute Sachen mit dabei, denn wir wollen heute richtig Krach machen und Kassel aufwecken. Warum ist es so wichtig, alle 2 Wochen ihr Gesicht zu zeigen? Spätestens alle 2 Wochen hier. Ihr habt sicherlich mitbekommen, was in den letzten 2 Wochen alleine passiert ist. Heute vor 2 Wochen war die große Demo geplant, die weltweite Demo. Über 180 Städte in über 45 Ländern haben an dieser weltweiten Demo teilgenommen. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen sind für die Freiheit weltweit auf die Straße gekommen. Es ist gigantisch. Wir wollten das hier in Kassel machen, es wurde uns verboten. Aber ihr habt die Bilder gesehen, ich wette mit euch, ihr habt die gesehen. Die Leute, die nur den Mainstream folgen, die wissen das nicht. Aber es war gigantisch. Und wo wurde es verboten? Argentinien, Indien und Deutschland. So geil. Was fand noch statt? Letzte Woche, wer von euch war in Berlin? Ja, sehr gut. Auch diese Demo wurde verboten, aber was war da? Meiner Meinung nach war das der erste richtige Widerstand in Deutschland. Und ich bin so, so stolz dabei gewesen zu sein und ich bin so, so stolz auf jeden Einzelnen, der dabei war und der den Mut hatte,
auf die Straße zu gehen, um mal zu zeigen, was es bedeutet, frei zu sein. Denn wir lassen uns unsere Meinungsfreiheit nicht nehmen. Wir lassen es uns nicht nehmen, auf die Straße zu gehen und für unsere Freiheit zu kämpfen. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der von euch mit vor Ort war. Was gab es noch? Ja, in Baden-Württemberg haben wir jetzt richtig Probleme, wenn wir unsere Kinder nicht testen und dann nicht in die Schule schicken, denn da gilt die Präsenzpflicht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass unsere Kinder von zu Hause abgeholt werden von der Polizei und dass sie uns vielleicht sogar weggenommen werden, wenn wir nicht bereit sind, unsere Kinder impfen zu lassen oder testen zu lassen. Auch das ist passiert und ich finde, all das, was gerade passiert, auch dass die Marburger Tafel beispielsweise gesagt hat, es gibt hier kein Essen mehr, wenn ihr euch nicht testen lasst oder wenn ihr euch nicht impfen lasst, das darf nicht sein. Wir dürfen das nicht zulassen und es ist so wichtig, dass auch die Menschen hier um uns herum, die eben nur im Mainstream schauen, endlich mal sehen, was hier passiert, denn die sehen das gar nicht. Und ich glaube, wenn sie das erfahren, dann werden noch viel, viel mehr Menschen hier auf der Straße stehen. Und deswegen ist es so wichtig, weiterhin Präsenz zu zeigen. Und deswegen danke nochmal an alle, die jede Woche oder alle zwei Wochen hier stehen und uns unterstützen. Was ganz, ganz wichtig ist, wir wissen alle, wie die Menschen ticken oder die meisten Menschen ticken, die nicht unsere Meinung teilen. Sie pöbeln uns an, sie bezeichnen uns als Nazis, sie bezeichnen uns als sonst was und sie wollen keinen Diskurs, sie wollen keine Gespräche mehr mit uns und das darf nicht passieren. Egal welche Meinung wir vertreten, wir sollten unbedingt lernen, wieder miteinander zu sprechen. Und auch dafür ist diese Bühne da, wenn ihr Menschen kennt, die nicht so ticken oder wenn hier Menschen sind, die denken, was sind denn das für Bekloppte? Kommt hierher, sucht die Aussprache mit uns, sucht das Gespräch mit uns. Es darf nicht sein, dass diese Gesellschaft sich weiter spaltet. Wir müssen verstehen, dass wir alle eine Menschheitsfamilie sind. Das muss uns spätestens jetzt wieder bewusst werden. Das sollte eigentlich jedem Menschen bewusst sein, aber ich glaube, gerade in dieser Situation muss uns das wieder klar werden. Jetzt heißt es, zusammenhalten, füreinander da sein und diesen Spuk ein Ende bereiten. Deswegen, jetzt, ich bin so nervös gerade, freue ich mich wirklich auf die ganzen Redner, die heute hier sind und die ihre Projekte vorstellen, die zeigen, wie sie den Weg in die Freiheit sehen. Damit beginnen wir jetzt auch. Silke, bist du da? Die liebe Silke hat heute eine Rede vorbereitet. Sie möchte uns von ihrem Weg in die Freiheit erzählen und von der Idee, die sie hat, wie wir uns einander unterstützen können und wie eine Zukunft aussehen kann. Viel Spaß! Hallo Kassel! Danke, dass ihr alle da seid. Ich bin so stolz auf euch. Echt. Ja, wir waren in Berlin und viele waren auch da. Viele haben auch die Bilder gesehen. Und es ist klasse, dass wir endlich erkannt haben, was Widerstand ist. Wir haben erkannt, was Widerstand ist. Und wir haben gezeigt, dass wir uns nicht mehr gängeln lassen, sondern wir agieren. Ja? Wir reagieren nicht, wir fangen an zu agieren. Und Sarah sagt es ja bereits, unsere Regierung hat ja viel vor mit uns im Herbst. Und ich habe von so vielen gehört, diese Ungeduld, die sich breit macht, dass man sagt, seit anderthalb Jahren stehen wir hier, laufen wir auf Demonstrationen, geben wir alles, damit sich etwas ändert. Und die Regierung hat immer noch mal einen oben draufzusetzen, um uns das Leben noch etwas schwerer zu machen. Ihr habt es sicher gehört, ihr habt es gelesen, was sie mit uns vorhaben. Sie wollen uns aushungern, so würde ich das beschreiben. Es geht darum, die Bevölkerung auszuhungern, damit sie sich dieses Zeug in ihre Arme spritzt. Ja? Nichts anderes ist das. Das ist Aushungern. Das ist so perfide. Und ich denke und wünsche mir, ich habe mir viel Gedanken gemacht und habe gesagt, Widerstand, das ist das, was ich gerne mache. Vorne mit dabei zu sein, ist das, was ich gerne mache. Aber was jetzt ganz wichtig ist für uns alle,
dass wir Wege finden, uns zu schützen und gut durch diesen Herbst und diesen Winter zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Wir müssen Räume bauen. Wir müssen autarke Räume bauen, damit wir uns nicht in diese Knechtschaft begeben müssen. Und wir haben so viel jetzt auf die Beine gestellt, aber in diesem Bereich müssen wir jetzt nochmal Akkord schieben. Akkord schieben, wirklich. Ihr habt es gelesen, die Kasseler Tafel, das wird der Anfang sein, das wird überall so kommen. Das heißt, wir müssen Wege finden, dass wir Menschen versorgen können mit Lebensmitteln, sofern das überhaupt noch machbar wird, weil ja auch die Lieferketten einbrechen werden. Aber wir müssen jetzt anfangen, dafür zu sorgen, dass wir uns vernetzen und dass wir da, okay, ich muss lauter reden, dass wir da etwas Großes aufbauen, so groß wie möglich, damit wir diese Menschen abholen. Ich habe jetzt mit vielen Menschen Kontakt aufgenommen und wenn hier heute Menschen sind, die sich da einbringen wollen, ja, die helfen wollen, die Ideen haben, die vielleicht auch den einen oder anderen kennen, bitte gebt mir die Nachricht, ich bin die ganze Zeit hier, wir können uns austauschen und ich bin für jeden dankbar, der sich anschließt und das mit unterstützt. Denkt dran, wir haben jetzt Anfang August, es ist nicht mehr lang und sie werden uns nicht aushungern. Ich habe gestern auf unserer Autodemo gesagt, ganz klar. Ich habe gesagt, Herr Spahn, unsere Kinder werden nicht ihre Laborratten. Anderthalb Jahre haben sie sie hinter eine Sklavenmaske gedrängt. Sie haben ihnen Stäbe in die Nase geschoben. Aber diese Kinder bekommen sie nicht. Das werden nicht ihre Laborratten. Hundertprozentig nicht. Und ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Wirklich. Ja, das wird nicht passieren. Und wir werden alles dafür geben, dass es dazu nicht kommt. Ich danke euch. Und ja, wer Interesse hat, sich anzuschließen, um für den Herbst was auf die Beine zu stellen. Wir lassen uns von dieser Regierung nicht aushungern. Punkt. So, als nächstes bin ich so unglaublich froh, dass wir seit einigen Monaten einen sehr jungen Widerstand haben, nämlich den SWK Kassel, den studentischen Widerstand aus Kassel. Ich bin so froh, dass es euch gibt, wirklich. Da hat sich ganz schön was getan in den letzten Wochen. Und an der Stelle muss ich mal Danke sagen an die Polizei, denn was sie nicht wissen, dadurch, dass sie uns immer wieder auseinandergedrückt haben bei den Demos, die wir durchziehen wollten, haben wir eben auf andere Wege zusammengefunden. Und dadurch ist eben auch die Gruppe des 15. Mai entstanden, die eben durch die Straßen zieht, die Flashmobs macht. Heute eben auch, wenn wir gleich dann gemeinsam den Aufzug beginnen werden. Und da hat sich so was Tolles entwickelt. Und ich bin so froh, dass es euch gibt. Der studentische Widerstand wächst. Wir brauchen die jungen Leute auf den Straßen. Also, wenn es hier junge Leute gibt, die sich anschließen wollen, hier sind überall die Staufis mit ihren Shirts unterwegs, sprecht sie an, schließt euch an. Und ich bin ganz froh, dass wir jetzt eine junge Rednerin hier oben haben, nämlich die Lea, die uns heute auch ein bisschen was erzählen möchte. Die liebe Lea spricht heute von einer, ich würde sagen, so leicht verdrehten Welt. Und sie hat ein paar Worte, ganz, ganz wichtige Worte an ganz besonders die jungen Menschen, die heute hier sind. Herzlich willkommen, Lea! Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich bin unfassbar aufgeregt, also keine Ahnung. Wie schon angekündigt, ich bin beim studentischen Widerstand Kassel. Ich trage auch mein Studentenstehen-Aufshirt. Ich kann alle nur dazu motivieren, auch mal in diese Bewegung reinzuschauen, weil wie sich das alles entwickelt in unserer Gesellschaft, das ist, glaube ich, nicht in unser aller Sinne. Und genau darüber möchte ich heute auch gerne reden. Und ja, halten wir also einfach mal fest. Ich darf
Rauchen wie ein Schlot, mich zuschütten mit Alkohol oder essen wie ein 150 Kilo Amerikaner. Ich darf mein Leben sitzen verbringen, vor den Bildschirmen, 12 Stunden. Ich darf meine mentale Gesundheit auf ganz viele Arten und Weisen ruinieren. Aber sobald in diesem Land ein paar mehr positive PCR-Tests herumgeistern, darf ich nicht mehr ohne Test oder ohne Impfung in die Uni. Da ist, glaube ich, schon mal irgendwas ganz schön falsch. Denn irgendwie muss ja irgendjemand die Abschlüsse machen und danach die Jobs kriegen, mit denen man die Schulden zurückzahlen kann, die die Regierung gerade macht. Also, wenn man uns schon versklavt, dann soll man uns wenigstens zugestehen, dass wir danach auch ordentlich arbeiten können, ja? Aber nicht mal das darf ich, wenn ich mich nicht testen oder impfen lasse. Also nicht mal dem Staat mein Geld in den Rachen schieben. Tja, also man soll mir nicht erzählen, dass ich mich freiwillig gegen die Präsenzlehre entscheide. Das hat nämlich der Kanzler der Universität schon angedeutet, weil er meinte, es gäbe individuelle Gründe, wegen denen man nicht am Präsenzunterricht teilnehmen könne. Und wir wissen alle, welche Gründe das sein könnten. Ne? Also nach freier Entscheidung sucht man im Moment in dieser Gesellschaft einfach nur vergebens. Aber, wie wir schon gehört haben, ist das zweifellos ein Luxusproblemchen, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel die Marburger Tafel abzieht. Ja? Man muss sich das mal vorstellen, dass das Leben so pathologisiert wird, dass man notleidenden, hungerleidenden Menschen nur noch erlaubt, sich Nahrung zu holen, wenn sie getestet sind oder geimpft. Oder eben genesen, aber das kommt ja alles auf selber raus letztlich. Also eine völlige Perversion. Und ich meine, dazu sei ja auch gesagt, Tests werden im Herbst kostenpflichtig. Und ich frage mich, ist das die Solidarität, von der die ganze Zeit geredet wird? Wo sind denn da die Studenten? Wo sind die Studenten, die sich den ganzen Tag über alle möglichen Diskriminierungen aufregen, aber da fällt ihnen nichts anderes ein, als lasst euch doch impfen oder testen? Das ist wirklich absurd. Stattdessen unterhält man sich dann, ob irgendein Stadion in Regenbogenfarben projiziert wird oder nicht. Also es gibt wirklich Dinge, die sind gerade in der Lebensrealität, glaube ich, wichtiger zu diskutieren. Und die darf man nicht ignorieren. Und das können wir auch auf Dauer nicht. Und das werden wir sehen im Herbst. Studenten waren mal eine ernstzunehmende politische Instanz. Die waren mal ein moralischer Kompass, der gezeigt hat, wenn die Politik in die falsche Richtung gerannt ist. Ich weiß nicht, was passiert ist, dass sie es nur noch wenig sind, aber man hat des Öfteren das Gefühl, dass die meisten genau in die Richtung laufen, die Medien ihnen vorgeben. Aber das hat ja nichts mit freiem Denken zu tun, mit Persönlichkeitsentwicklung auch. Und das ist genau das, was die Universität fördern sollte. Aber das passiert nicht mehr. Ja? Man wird politisch eigentlich neutralisiert. Und während vor den Augen die ungeheuerlichsten Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten verstetigt werden, ja, dann beschäftigt man sich eben mit moralischen Nebenschauplätzen. Ja? Halten wir noch mal fest, am Rathaus hängt der Slogan geschlossen gegen Ausgrenzung. Doch es wird jetzt als selbstverständlich hingenommen, dass man Leute, die sich dieser Pathologisierung nicht beugen, diskriminieren darf? Frage ich mich, an was für einem Punkt sind wir hier eigentlich angekommen, dass die Debatte schon so weit gegangen ist. Wir sollten eigentlich die Kurve abflachen und jetzt darf ich die Uni nicht mehr betreten. Dabei ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit ein Abwehrrecht gegen den Staat und es ist nicht absolut zu setzen. Es ist auch kein Recht auf Keimfreiheit oder sonst was. Ja? Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben, sich zu schützen, so wie er oder sie das möchte. Das ist gar keine Frage. Doch ebenso wenig, wie ich den Leuten vorschreiben kann, ob sie saufen dürfen oder rauchen dürfen, sollen sie mir vorschreiben, ob ich mich einsperren lassen soll, ob ich mich impfen lassen soll oder was auch immer. Ja?
Vater Staat, der scheint ein wirklich toxischer alter Mann zu sein, er versucht jetzt, über Privatunternehmen zum Impfen zu motivieren. Mit lebensnahen Anreizen, würde dann ein Olaf Scholz sagen. Olaf Scholz denkt ernsthaft, meine Gesundheit sei mir nicht mehr wert als 100 Gramm püriertes Schweinefleisch. Die Regierung hat sich noch nie für unsere Gesundheit interessiert. Es ist ein kindlicher Irrglaube, davon auszugehen. Denn wir sind letztlich Humankapital, sonst nichts. Und das fängt alles im Kleinen an. Heute reduziert sich der Mensch einfach freiwillig auf die Virenlast, die in seinem Körper ist. Und die soll dann bestimmen, ob er am öffentlichen Leben teilnehmen darf, ob er seine Freunde, seine Familie sehen darf, ob er Bildung haben kann oder nicht. Und wir machen uns damit letztlich nur noch mehr zu Produkten, die danach schreien, von Dienstleistern optimiert zu werden, von BioNTech oder von sonst wem, ja? Damit wir endlich das perfekte, risikofreie Produkt sind. Und es fasziniert mich ganz besonders, dass diejenigen, die das Konzept vom Volk so schrecklich finden, dass die unbedingt möchten, dass sich das Individuum unter einen Volkskörper unterordnet, der gesund gehalten werden muss. Da stimmt irgendwas nicht. Und ja, das gab's. Wie auch immer. Wir sind mehr als ein Sack Fleisch und Knochen, der Mikroorganismen auf sich trägt. Ja? Wir sind mehr als ein wandelndes Risiko, was verwaltet werden muss vom Staat. Der Mensch darf niemals ein Mittel zum Zweck sein. Und genau für diese Überzeugung werden wir bei Studenten stehen auf, unsere Hand jederzeit ins Feuer legen. Ja, das war die erste Rede von Lea. Ich finde, das hat sie richtig gut gemacht. Sehr gut, Lea, danke. Bevor wir gleich weitermachen mit der nächsten Rede, würde ich tatsächlich gerne mal schauen, ob es jemanden gibt, der hier nicht so tickt wie wir und vielleicht den Diskurs suchen möchte. Gibt es da jemanden? Irgendjemanden? Schade. Schade, schade, schade. Es ist immer das Gleiche, ja genau. Ha? Wo? Ja, bitte komm her. Ein Applaus für den Herrn, der gerade zu uns kommt. Sagst du mir deinen Namen? Also kurz. Okay, das ist Lukas und ich bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Ich dachte, du stellst mir eine Frage. Okay, hat einer eine Frage an Lukas? Wir wissen ja gar nicht so richtig, was du denkst und was nicht. Das ist schwierig. Sind alle Maßnahmen gerechtfertigt? Sind alle Maßnahmen gerechtfertigt? Ja, gute Frage, weil schwierige Frage. Dafür müsste man jetzt wahrscheinlich vollumfänglich alle Maßnahmen kennen. Tue ich ehrlich gesagt nicht. Kann man, denke ich, zugeben, sollte kein Problem sein. Ich denke, die Maßnahmen, die uns im Alltag begleiten, die sind gerechtfertigt. Also ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wie ihr euch alle hier ohne Maske hinstellen könnt. Ja, die Reaktion habe ich erwartet. Ich weiß, ihr seid nicht meiner... Hier bitte? Möchtest du mir das mitteilen vielleicht? Da können wir da auch in den Diskurs einsteigen. Also es darf sich gerne auch jemand hier zugesellen zum anderen Mikrofon und wirklich eine offene Debatte führen. Die ganzen Studien können diese Masken lassen, weil denen gar keine Viren abfallen. Okay. Hallo. Hallo, ich bin Heike, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Gerne, Heike. Also, was denkst du, ist das Problem, wenn wir hier ohne Maske stehen? Wo ist die Gefahr? Ja, ich habe jetzt gerade schon aus dem Publikum vernommen, dass mir da wahrscheinlich Gegenteiliges wieder behauptet wird. Für mein Empfinden helfen die Masken definitiv, die Viruslast in der Luft zu verringern, das Ansteckungsgeschehen zu verringern. Wenn meine Spucke, meine Aerosole wenigstens ein kleines Stückchen mehr bei mir bleiben, als das ohne Maske der Fall ist,
kann schon mal nicht schlechter sein als ohne Maske, für mein Empfinden. Also für mein Empfinden ist es für, mit Maske definitiv sicherer als ohne Maske. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Maske keine große Einschränkung im Alltag ist. Es gibt... Ja, das kann ich gerne beantworten, weil das einfach bei mir kein Thema war. Es war nicht in meinem Kopf, es war mir nicht so präsent, weil mir die gesamte Problematik nicht bekannt war. Aber ich muss schon sagen, wir hätten uns da deutlich früher an anderen Ländern, gerade in der asiatischen Kultur, ruhig mal vorbildmäßig hinschauen können, dass man, ja, es gibt natürlich verschiedene Gründe dort, aber das... Du kannst... Nee, seid doch mal ruhig, was soll das denn bringen, wenn das hört, euch hört die Gruppe nicht, wenn ihr ihn hier anschreit? Na klar. Also entschuldigt bitte, ich finde das sehr mutig, dass sich da ein junger Mann hinstellt, bei so vielen Menschen. Und ich denke, der hat nicht mit 10 Menschen bedrängt zu werden, sondern hier ist ein Dialog mit 2 Personen. Danke, Dankeschön. Silke. Okay, also ich möchte dir von meiner Erfahrung berichten. Sehr gerne. Ich gehe also seit dem 11. April letzten Jahres regelmäßig auf diese Demonstration, immer. Und ich habe immer sehr, sehr viele Menschen umarmt. Und ich bin nicht krank geworden. Ich kenne auch niemanden aus unserer Community, der sich infiziert hat. Also die persönliche Erfahrung, die ich habe, spricht dafür, dass es ohne Masken ganz gut funktioniert. Das möchte ich dir sagen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, aber es ist bei mir halt persönlich was anderes. Ich hatte Menschen mit Corona im Umfeld, ich persönlich hatte es nicht. Ich habe immer gut aufgepasst und Abstand gehalten. Fasse ich das jetzt mal so relativ einfach zusammen. Aber hatte Menschen in meinem Umfeld, die es nicht nur hatten, sondern denen es auch wirklich schlecht damit ging. Es gab jetzt keine Todesfälle in meinem Umfeld, weswegen ich da jetzt keine der und der ist gestorben Karte ziehen möchte in dem Sinne. Aber es gab definitiv Leute, die lange im Krankenhaus waren, denen es überhaupt nicht gut damit ging, die 3 Kreuze gemacht haben, dass sie da wieder raus waren nach der Geschichte und selbst jetzt noch mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Also für mich sind halt die Auswirkungen der Corona-Krankheit greifbar und sichtbar und dementsprechend finde ich, ist es nicht verkehrt, sich vor etwas zu schützen, wo man sieht, dass es bei anderen Leuten wirklich zu Problemen geführt hat. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit, dass du andere, wenn du die mit Masken siehst, dass du die nur so eingeschränkt siehst, dass man die Mimik nicht so richtig erkennen kann, dass man sich so ein bisschen, also mein Gefühl, irgendwie entfremdet fühlt und ja, irgendwie sich gar nicht mehr so begegnet im normalen Leben? Das finde ich ganz interessanten Ansatz. Ist für mich ehrlich gesagt keine Problematik. Weil wenn ich hier durch die Stadt laufe, die Menschen kenne ich ohnehin nicht. Ob ich die jetzt sehe oder nicht, das ist für mich persönlich relativ irrelevant, was auch immer da gerufen wird. Aber wenn wir uns im Freundeskreis sehen, wir haben jetzt halt das so gehandhabt, die letzten 1,5 Jahre oder seit Beginn der Pandemie, dass man sich nur draußen begegnet, dass man Abstand lässt, dass man vielleicht gemeinschaftlich auf dem Sportplatz ist, gemeinschaftlich ein paar Körbe wirft oder irgendwas, sich an die Fulda schön setzt. Wir haben ja auch schöne Ecken in Kassel hier glücklicherweise, dass man da halt irgendwie 2-3 Meter Abstand lässt, 4 Meter im Zweifelsfall, dafür sich dann aber ohne Maske begegnet. Weil da finde ich es dann schon, da kann ich den Punkt nachvollziehen, wenn es die eigenen Freunde sind, wenn es die eigene Familie sind oder die Verwandten, da möchte man sich schon von Angesicht zu Angesicht begegnen. Aber ob ich jetzt fremden Menschen in der Straßenbahn ins Gesicht gucken kann oder nicht, glaube, dass... ist mir relativ, ja, Latte, um das so klar zu sagen. Also, ne, auch von mir erstmal herzlichen Dank, dass du dich hier hinstellst. Hier sind ein paar Fragen. Ist es okay für dich, wenn, ja? Also wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass sich jemand hier hinstellt und mal von der anderen Seite spricht. Also eine Frage zur Statistik. Weißt du, wie viele Menschen in Kassel in der ganzen Zeit überhaupt infiziert waren? Und weißt du, wie viele Menschen in Kassel gestorben sind und was das im Verhältnis zur Normalsterblichkeit, wie viel das sind? Die Zahlen, das wäre meine letzte Frage an dich, danke. Bitte. Die Zahlen hat man natürlich das ein oder andere Mal gelesen, aber da ich meine, ich stehe jetzt spontan hier, ich hatte jetzt nicht vor, hier irgendeine Rede zu halten oder irgendwas, deswegen habe ich die Zahlen dementsprechend natürlich nicht auswendig irgendwie drauf oder sonst was.
Gelesen hat man das natürlich häufig, ist ja medientechnisch sehr, sehr leicht auffindbar alles. Ist das gefährlich? Ist das wirklich eine große Sache? Für mein Empfinden ist bereits eine tote Person zu viel und ich denke, jedes Leben, was irgendwie gerettet werden kann, ist sinnvoll. Ich weiß nicht, was das für eine Argumentation sein soll. Rauchen tue ich freiwillig, trinken tue ich freiwillig, Autofahren fahre ich im Zweifelsfall auch freiwillig, aber ich lasse mich nicht freiwillig von anderen Leuten anstecken. Aber ich habe eine andere Frage an Sie. Was, also wie stellen Sie sich eine verantwortungsvolle Bundesregierung vor, wie die reagieren sollte in einer richtigen, schlimmen Pandemie? Wie sollte sie reagieren? Jetzt vollumfänglich oder kurz auf den Punkt, weil die Frage... Kurz auf den Punkt, weil ich weiß, sonst geht es so ein bisschen zu weit. Also ich finde, dass die Bundesregierung im Großen und Ganzen ganz vernünftig gehandelt hat. Es sind Maßnahmen getroffen worden, manche für mein Empfinden mitunter etwas spät, manche für mein Empfinden mitunter auch etwas lang nach hinten rausgezogen. Ich meine, wenn man dann in einer Region lebt, wo ein Inzidenzwert ist von 5, da braucht man vielleicht nicht mehr ganz so aufpassen, wie wenn man jetzt in einer Region lebt mit einem Inzidenzwert von 150. Also sicherlich gab es auch Maßnahmen, die unnötig in die Länge gezogen worden sind. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, lief es okay. Ich finde, es hat andere Schwächen offenbart. Also was ich zum Beispiel finde, was gar nicht geht, gerade aus wirtschaftlicher Sicht gedacht, dass man da am Anfang der Corona-Pandemie merkt, dass man so abhängig ist von anderen Ländern. Es kann nicht sein, wir haben so viele große Firmen, wir haben Fabriken, wir haben leerstehende Produktionshallen. Wie kann das sein, dass der Staat es nicht schafft, mal ganz entspannt innerhalb von ein, maximal zwei Wochen mehrere Firmen, von mir aus auch subventioniert, zu verpflichten, selber Masken herzustellen, dass man da auf Engpässe aus China angewiesen ist? Ich weiß, ist jetzt für die meisten hier wahrscheinlich nicht so relevant als Nicht-Maskenträger, dann ist ja nicht so schlimm, wenn keine da sind. Aber ich finde, es hat einfach Schwächen in anderen Punkten offenbart. Und ich möchte jetzt auch kein, ich sage mal im Grunde, diktatorisches Regime wie in China hier in den Himmel heben. Aber man sieht, dass solche Staaten einfach handlungsfähiger sind. Der das Oberhaupt sagt, wir machen das jetzt und dann wird das gemacht und da wird dann auch konsequent vorgegangen. Ich weiß, es bietet ganz viele Punkte für Kritik. Dann frage ich Sie, kennen Sie das Panikpapier, was die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, um überhaupt diese schlimmen Maßnahmen, die ja den ganzen Mittelstand vernichten, überhaupt zu rechtfertigen? Kennen Sie das Panikpapier? Muss ich passen. Sehen Sie, wenn Sie das Panikpapier kennen würden, da gab es einen Herrn Stefan Kohn, ein ganz hochrangiger Beamter von der SPD im Innenministerium, der gemerkt hat, dass hier was ganz gewaltig schief läuft und seiner Remunerationspflicht nachgekommen ist. Anstatt auf dessen Einwände einzugehen, hat man ihn ganz kurzerhand einfach aus dem Dienst entlassen. Das heißt, kurze Zwischenfrage, ist das diese Thematik, dass da Maßnahmen getroffen wurden, obwohl man gar keine Maßnahmen hätte treffen dürfen, weil das nicht die nötige Abstimmung und Bürokratie etc. pp. Im Vornherein erfordert hat? Also ich will da nicht jetzt ins Detail gehen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich gehe nur auf ein Detail ein. Was ich sowas von perfide und kindeswohlgefährdend ansehe, dass in dem Papier stand, dass man den Kindern eine Angst einflößen muss, dass wenn sie sich nicht regelmäßig die Hände waschen oder wenn sie die Maßnahmen nicht irgendwo befolgen mit Maske und so, dass sie daran schuld sein könnten, ihre Großeltern und ihre Eltern, dass sie, wenn sie sterben, dass sie daran schuld werden. Das ist in meinen Augen ein ganz großes Verbrechen an den Kinderseelen, was die Bundesregierung da gemacht hat. Und jetzt nur noch, weil hier noch mehr Redner sind, noch ganz was anderes. Ich will Ihnen ganz gerne sagen, was ich mir in einer wirklich schlimmen Pandemie von einer Bundesregierung gewünscht hätte. Sehr gerne. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass man alle Meinungen, nicht nur die regierungskonformen Meinungen von RKI und von dem Herrn Drosten, sondern auch von Herrn Professor Bakhti, von dem Ex-SPD-Gesundheitsamtsleiter Herrn Dr. Wodak, von dem Herrn Johann Mises, von dem Professor Hockert. Ich könnte jetzt endlos weitermachen. Es gibt nämlich mittlerweile weltweit Tausende, die anderer Meinung sind, die sagen, dass diese Impfungen bei Weitem mehr schaden als die Krankheit selbst und mittlerweile es so viele tote und impfgeschädigte Menschen gibt, die man sogar zum Teil auf den RKI-Seiten nachlesen kann oder in der EMA.
dann sage ich Ihnen, was ich mir von einer verantwortungsvollen Bundesregierung gewünscht hätte. Ja, Diskussion hätten Sie erwartet, monatelang, die zu nichts geführt hätte. Nein, Moment. In einer Demokratie muss man beide Seiten hören. Sind wir uns da einig? Okay. Wenn es wirklich eine richtige, schlimme Pandemie gegeben hätte, dann hätte ich, wenn ich jetzt in Verantwortung gewesen wäre, dann hätte ich erstmal das Gesundheitssystem gestärkt, anstatt hier Corona-Hilfen an die Unternehmen zahlen zu müssen, weil die in den Lockdown getrieben wurden. Ich hätte Pflegepersonal, Ärzte aus dem Ruhestand aktiviert und geholt und somit. Was ja mitunter auch geschehen ist. Das ist ja mitunter auch geschehen, also das ist ja Quatsch. Okay, ganz kurz, wartet mal. Ey, der Arme, also jetzt tut er mir ein bisschen leid. Ich finde es wirklich krass. Danke, dass du dich hier hingestellt hast. Ist noch eine Frage, würdest du dich stellen oder? Ja, okay. Eine letzte Frage halt. Kannst du mir vielleicht sagen, wie viele Menschen du vor 2020 getötet hast, weil du keine Maske getragen hast? Woher soll ich das so genau wissen? Laufe ich jedem, dem ich im Alltag begegne, eventuell meine Tröpfchen übermittelt habe, mit nach Hause, verfolge dessen Lebensweg? Das kann ich doch gar nicht beantworten. Ja, aber das ist doch jetzt genau das Gleiche eigentlich, verstehst du? Ich meine, guck mal, es gibt so viele Menschen, die auf Demonstrationen sind, auf EM und so weiter und so fort. Spätestens 2 Wochen später müssen die doch CSD. Was ich gut finde, dass sie auf die Straße gehen, ich finde es nur unfair, dass es bei anderen dann, sag ich mal, nicht erlaubt wird, ja? Die Sache ist, und da waren sehr viele ohne Maske, da gibt es Videos, ist einfach wahr. Und warum wird da nicht so ein Aufriss gemacht? Also findest du nicht, als mal von dem Gesundheitsaspekt raus, sagen wir mal, okay, alles richtig, ja. Was ist aber mit der politischen Seite? Was sagst du dazu für die Ungleichbehandlung? Also, dass jetzt Ungeimpfte dieses und jenes nicht mehr dürfen. Was sagst du dazu, dass, sag ich mal, Demonstrationen verboten werden ohne einen triftigen Grund? Was sagst du dazu, dass... ich meine, guck mal, wenn du jetzt sagst, dir macht es nichts aus, Maske zu tragen, die anderen nicht zu sehen. Aber du kannst ja nicht von dir auf andere schließen. Ich meine, was sagst du dazu, dass 150 Richtig. Millionen Menschen zusätzlich an Hunger leiden? Warum? Wegen den Corona-Maßnahmen auf der Welt. Warum wird das nicht mal angesprochen? Ich hoffe, ich krieg das halbwegs auf die Kette. Das waren natürlich jetzt einige Fragen, sag ich mal. Erstmal zu dem Punkt der verschiedenen Demonstrationen und verschiedenen Demonstrationsthemen. Du sagst ja, oh, jeder hat seine Meinung. Meine Meinung ganz klar, es hätte für alle Demonstrationen so gelten müssen. Auf allen Demonstrationen wäre Maskenpflicht meiner Meinung nach absolut vorzuschreiben. Beziehungsweise finde ich, weiß, dass es die Demokratie einschränkt, aber das sind einfach Zeiten, wo man nicht in dem Maß demonstrieren gehen muss, wie man das sonst in seinem Alltag vielleicht tut. Ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Demonstrieren gehen, gerade in dieser Szene hier, ohne jemanden nahe treten zu wollen, einfach nur noch eine neue Beschäftigung geworden ist. Ihr könnt nicht ins Lokal, ihr könnt nicht auf den Sportplatz, ihr könnt nicht ins Stadion, ihr konntet nicht in die Stadt. Was machen wir? Dann fangen wir an zu diskutieren. Ich glaube, das Leben kann man auch so ganz schön genießen. Also ich habe mich natürlich auch anderthalb Jahre ziemlich... Widerstand ist Pflicht, mein Lieber. Ja, was mache ich denn hier gerade? Widerstand oder nicht? Ja, 20, 4, Widerstand. Bruder, es geht um das ganze Leben, es geht um unsere Psyche. Es geht darum... Ja, aber dieser Psyche-Punkt, das kann doch nicht sein, dass wir mittlerweile in einer so entwickelten Gesellschaft alle so verweichlich sind, dass wir sterben wollen, wenn wir mal 2 Stunden eine Maske tragen. Das kann ja wohl nicht sein. Leute, wartet mal jetzt, ehrlich. Kommt mal runter, ja? Ich finde das, ich weiß, dass ihr alle Fragen habt und ich finde es auch gut, dass sich jemand stellt den Fragen, aber lasst ihn mal zur Ruhe kommen, ja? Ich weiß, wir haben alle eine Wut, aber es bringt nichts, wenn diese Wut noch weiter unsere Gesellschaft spaltet. Lasst uns weiter normal miteinander kommunizieren. So, eine letzte Frage hat unser Gastredner, der Ralf Ludwig, der ist hier schon hier vorne für die sie noch nicht gesehen haben. Ihr habt euch schon mal gesehen? In welchem Kontext? Ich dachte, ihr habt uns schon mal in Kassel letztes Mal erzählt, die große Demo. Nee, ich bin hier zufällig vorbeigekommen, okay. Ich war bei so einer Veranstaltung noch gar nicht, weil das halt natürlich auch nicht in meinem Sinne ist, mich hier in eine Menschenmenge zu stellen. Ne? Das, okay.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass du mit uns diskutierst. Das machen nicht viele. Ich habe eigentlich nur eine Frage. Kannst du nachempfinden, dass die Menschen, die hier stehen, auch Angst haben? Ja. Dass sie Angst haben eben davor, dass ihre Freiheitsrechte dauerhaft eingeschränkt werden, dass sie möglicherweise auch Angst haben, durch eine Impfung, die kommt, in ihrer Gesundheit gefährdet zu werden? Ich kann die Angst vor der Impfung nachvollziehen. Mir selber ging es nach meiner ersten Impfung auch nicht besonders gut. Das kann ich an der Stelle, denke ich, so ehrlich sagen. Ich kann Menschen nachvollziehen, der Gesichtspunkt, der angesprochen wurde, dass man so ein bisschen den sozialen Kontext untereinander verliert, dadurch, dass man sich durch die Maske nicht mehr richtig sieht. Das finde ich einen sehr berechtigten Kritikpunkt. Was ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, ist, Leute, die dann wirklich sich hinstellen, wir landen aufgrund einer Maskenpflicht jetzt in der dritten DDR, in einem, was für einem Regime oder sonst was. Also da sich wirklich hinzustellen und zu sagen, wir werden jetzt aufgrund dieser Corona-Pandemie in ein neues totalitäres Regime oder in eine weitere DDR oder sonst irgendwas rutschen, das halte ich für absolut hirnverbrannt. Ja, aber das Problem ist ja aber, wenn du sagst, du kannst die Angst nachempfinden und du kannst nachempfinden, dass die Leute so fühlen und ihre Freiheit bedroht sehen. Dann können ja solche Argumentationen kommen, aber was wäre dein Vorschlag, dass wir die Spaltung der Gesellschaft überwinden und dass wir wieder zusammenkommen? Was wäre der Vorschlag von deiner Seite? Das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht gut ankommen, aber ich denke mal, wenn wir alle durchgeimpft sind, dann sieht es ja gut aus, oder? Mach das bitte nicht. Er hat seine Meinung. Er hat seine Meinung. Und lasst uns diese Meinung bitte auch nicht respektieren. Er hat geredet. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wirklich. Vielen Dank. Ein Applaus für ihn, auch wenn er nicht unserer Meinung ist. Also, nein, es tut mir leid, aber wir haben noch ein bisschen was vor. Deswegen danke ich dir. Und vielleicht kommst du noch mal wieder, gerne auch mit deinen Freunden. Wir sind immer dankbar. Ich weiß nicht, ob es so einen Diskurs hier schon mal gegeben hat. Ich war die letzten Wochen ehrlich gesagt nicht da, aber ich finde es gigantisch und ich finde es wichtig. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Ich denke, dass das allgemein eine ganz wichtige Sache ist, weil ich fasse das jetzt mal grob zusammen. Ich weiß, ihr habt auch alle eigene Untermeinungen, aber eure Meinung, meine Meinung, der politische Diskurs, die Demokratie, Stichpunkte, die heute bereits gefallen sind. Und da ist es auch wichtig, dass man sich mit der anderen Seite auch austauscht. Egal, wie man darüber denkt. Ich bin euch wahrscheinlich nicht so sympathisch. Ihr seid mir nicht so sympathisch. Ich würde da sogar einen Schritt weiter gehen. Ich respektiere dich aber, auch wenn du mir nicht so sympathisch bist. Genau, darum geht es nämlich. Es geht ja nicht darum, dass man sich irgendwie gegenseitig Demokratie. Ja, richtig. Der Austausch ist definitiv wichtig. Und ich denke, da ist auch... Ihr macht meiner Meinung nach das Falsche, ihr versammelt ihr euch ohne Maske, aber man kommt in den Diskurs und von daher ist es vielleicht auch gar kein so schlechter Anstoß. Apropos Regeln, Sunny? Ja, genau. So, also den Punkt, ich bin froh, dass sich jemand gefunden hat, haben wir heute abgeschlossen. Aber nochmal zum Thema Regeln. Also, ich möchte mal ganz kurz was von uns sagen. Wir sind unglaublich dankbar dafür, auch wenn es Normalität sein sollte, dass wir uns heute hier versammeln dürfen. Wir haben hier ein paar Regeln und wir wollen zeigen, dass wir uns auch daran halten. Hauptsache, wir können hier unsere Versammlung durchziehen. Und wir sind wirklich gut, eine gute Anzahl an Menschen, aber bitte achtet auf die Abstände, dass wir weiterhin keine Masken anziehen müssen, dass wir weiterhin ganz normal hier miteinander reden können. Bitte nehmt einfach nur ein kleines bisschen Abstand und zeigt guten Willen. Ja, das wäre mir ganz wichtig. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch einen Redner hier, das ist der Thomas. Vielleicht hat der ein oder andere Thomas seine Geschichte mitverfolgt, denn Thomas ist in meinen Augen ein ganz besonderer Mann. Er steht nicht nur regelmäßig hier am Rathaus und hält alleine eine Mahnwache, das machen übrigens viele von uns hier und ich habe riesengroßen Respekt davor, sondern er ist nach der letzten Kassler Demo oder gescheiterten Kassler Demo oder verbotenen oder wie auch immer, hat er sich auf den Weg gemacht und ist zu Fuß nach Berlin gelaufen. Meinen allergrößten Respekt dafür. Die Aufmerksamkeit, die er haben wollte, die hat er, glaube ich, ganz gut bekommen.
Er ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen und ich möchte, dass er heute die Möglichkeit hat, kurz zu erzählen, wie seine Reise nach Berlin gewesen ist und wie es ihm ergangen ist. Einen großen Applaus für dich, Thomas. Hallo. Hallo, ich bin der Thomas. Viele von euch kennen mich ja bereits. Normalerweise stehe ich hier oben mit scharfer Zunge zum Politisieren, Polarisieren und Provozieren. Das werde ich heute nicht tun. Heute möchte ich von dieser Reise erzählen. Also, eigentlich hatte ich das schon im März geplant, nach Berlin zu laufen. Und dann nach den ganzen Sachen, was hier so passiert ist, wie zum Beispiel unsere Mahnwache durch die Polizei oder durch das Ordnungsamt plötzlich beendet wird, oder wie neuerdings meine Einzelaktion mit Megafon vor dem Rathaus vom Ordnungsamt beendet wird mit fadenscheinigen Begründungen. Und das Ganze, was überhaupt abgeht, wenn ich Videos gucke, wie die Leute, die Aktivisten behandelt werden. Wie Aktivisten, die nur die Wahrheit sagen, von der Polizei behandelt werden, habe ich mir gesagt, so kann das nicht gehen, es hat nichts mehr mit Demokratie zu tun. Laufe nach Berlin und setze ein Zeichen. Dann bin ich am 25. hier in Kassel losgelaufen, also die Verabschiedung haben wir dann in Hahnmünden gemacht. Da ist das Ambiente einfach ein bisschen angenehmer wie in Kassel. Und dann bin ich über den Harz nach Goslar gelaufen. In Goslar hatte ich nette Unterstützer, Aktivisten, aber sowas von einfach der Wahnsinn. Junge Menschen, sehr junge Menschen, kleine Familie, die haben mich dann weitervermittelt nach Magdeburg. Das war dann ein älteres Ehepärchen, 71 und 68 Jahre alt. In der Deutschen Demokratischen Republik aufgewachsen. Die haben also das Unrechtssystem erlebt. Und diese Menschen sagen mir, wir ziehen wieder genau auf so ein System zu. Und dann müssen einfach solche Aktionen, wie ich die gestartet habe, gestartet werden. Nun kann ja nicht jeder nach Berlin laufen, aber jeder kann Widerstand leisten. Und sei es nur, dass er sich mit einem Plakat vor eine Schule oder vor das Rathaus stellt. Das ist rechtskonform. Jeder hat, noch ist es so, noch hat jeder das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Im Wort, Schrift, Bild, Ton, wie auch immer. So. Egal was passiert, niemand darf aufgeben. Ich akzeptiere jede andere Meinung. Ich respektiere auch Menschen, die sich impfen lassen. Aber ich erwarte von den anderen, die so demokratisch sein wollen, dass sie demokratisch sind. Und meine Meinung, dass ich mich nicht impfen lasse und dass ich sage, wir haben hier keine Demokratie mehr, dass diese Meinung auch respektiert wird von jedem, egal ob Bürgermeister, Polizei, Bundeskanzler oder wem auch immer. Ich bin wirklich kein Held und ich möchte auch kein Märtyrer werden. Märtyrer sind tot und ich lebe sehr gerne. Ich möchte 130 Jahre alt werden und das in einer vernünftigen, angenehmen, demokratischen Gesellschaft, die hier leider verloren gegangen ist. Leistet Widerstand, seid ungehorsam. An jeder Stelle, wo ihr es nur könnt, spielt das Politikspiel der Politmafia nicht mit. Nein, es ist das, der Weg funktioniert so nicht. Ich werde Montag wieder vor dem Rathaus stehen und werde wieder mit meinem Megafon arbeiten
Und wenn ich nur 20 Minuten dort stehe und dann wieder vom Ordnungsamt vertrieben werde, ich werde diesen Menschen, die versuchen, mich zu unterdrücken, dermaßen Widerstand entgegenbringen, dass sie sich ärgern, wenn sie morgens früh aufstehen, müssen sie schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was passiert heute wieder? Und ich fordere jeden auf, seid aktiv, leistet Widerstand. Tut das einfach, habt keine Angst. Für mich gibt es zwei Wahlsprüche, die in dieser Krise noch besonders nahe gerückt sind. Zum einen, du musst politisieren, polarisieren und provozieren. Feig sein darfst du nicht, dann kannst du was bewegen. Und zum anderen, mein persönlicher Wahlspruch, lieber stehend sterben statt kniend leben. Und das ist wörtlich zu nehmen bei mir. Danke! So sehen Freiheitskämpfer aus. Und so agieren sie jeden Tag. Ja, also ich weiß, dass es hier viele, viele Menschen gibt, die gerne mehr machen würden und sich vielleicht fragen, was mache ich, wie kann ich Widerstand leisten? Also ihr habt hier einige Menschen gesehen, die das machen. Und es gibt die verschiedensten Arten. Kommt in Kontakt, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr Widerstand leisten könnt, im legalen Sinne, auch wenn es unsere Polizisten nicht so sehr erfreut, aber ihr habt Möglichkeiten. Ja, und die eine ist eben, wie der Thomas gesagt hat, er steht vor dem Rathaus, hat ein Schild in der Hand und er freut sich darauf. Und er freut sich darauf, Widerstand zu leisten. Alleine, ihr müsst nicht immer in Gruppen sein. Alleine kann man es auch im Alltag, integriert den Widerstand in den Alltag. So, also, ja? Ich muss was sagen, wir machst du noch. Also ihr Lieben, ich weiß noch mal ein Gespräch mit der Polizei. Wir können froh sein, dass wir hier uns versammeln dürfen. Und bitte, jeder, der den Mindestabstand nicht einhalten mag, der bitte setzt die Maske auf. Sonst können wir das nicht mehr machen. Also ich finde das auch okay, dass wir uns einfach so weit verbeugen vor den Regeln, weil sonst werden wir eh unterdrückt. Also bitte, die zusammensitzen wollen, bitte setzt die Maske halt auf. Des Friedens willen. Na, danke. Und ich glaube, mit jeder Aggression kommt man nicht weit. Es geht immer um Ausstrahlung und echtes demokratisches Verständnis. Ja? Danke. So, okay. Also wie könnt ihr, oder was gibt es aktuell in Kassel und im Umkreis? Was könnt ihr machen? Einmahnwachen vor den Rathäusern. Dann könnt ihr... Was machen? Leute, ist ganz einfach, ein bisschen Abstand, nur ein bisschen. Lasst der Polizei doch bitte keinen Raum, wieder auf uns loszugehen. Das wollen wir nicht. Was bringt uns das? Gar nichts. Einfach nur ein kleines Stück nach hinten, links, nach rechts, völlig egal. So, okay, es gibt den studentischen Widerstand in Kassel. Ihr habt, das habe ich eben gesagt, die Mädels und die Jungs haben T-Shirts an. Da könnt ihr gerne einfach mal hingehen, falls ihr wissen wollt, wie die aufgestellt sind und was die so bieten. Prayers of... Bitte? Warte, mach doch, ist doch gut. Prayers of the Mothers gibt es. Und zudem das Projekt Kassel meditiert. Wer ist dafür zuständig? Gerne mal Hand heben. Ich sehe keinen. Hier, die Vivi. Genau, falls euch das interessiert, gerne mal bei Vivi melden. Ansonsten gibt es... Friedenskreise? Ja. Genau. Oh, und dann gibt es die Freiheitsroten und Kreidezeit Kassel. Einmal melden, ist jemand da, der dafür zuständig ist? Philipp. Dann gibt es den Samstagsspaziergang. Ganz fleißig. Jeden Samstag spazieren um 14 Uhr, Treffpunkt Stadthalle. Dann gibt es den Montagsspaziergang, 18 Uhr an der Friedenskirche. Dann gibt es die Autodemos jede Woche in Kassel, 16.30 Uhr, jeden Freitag. Samstagskundgebungen, alle zwei Wochen hier. Also die nächste wieder in zwei Wochen. Dann die Schilderaktion in Kassel und Fritzlar. Wer ist denn da zuständig? Da hätte ich gerne mal jemanden. Auch die Vivi. Falls ihr mitmachen wollt, mal bei Vivi melden. Dann haben wir den Donnerstagsspaziergang in Baunatal um 18 Uhr auf dem Marktplatz, glaube ich. Ne? Ja. Dann Kassel für Kinder. Silke unter anderem ist hier.
Die möchten jetzt Aktionen anbieten für Kinder und Eltern. Wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr euch einbringen wollt, bitte bei Silke melden. Dann haben wir eine freie Schule in Planung. Ja. Genau, out of the box. Und dann haben wir die weltweite Demonstration und die wird das nächste Mal stattfinden und das ist mir ganz egal wie, die wird stattfinden. Nächste ist am 18.09. Dagegen gehen wir gemeinsam mit dem Rest der Welt auf die Straße. Komme was wolle und ich zähle auf jeden Einzelnen von euch. So, jetzt haben wir unseren ersten Gastredner mit dabei. Da muss ich mal kurz mein Handy zücken, denn da steht was geschrieben. Und zwar, genau, also, wir haben eine Pädagogin, Theologin, Mutter und Lehrerin mit Herz und Verstand. Und sie ist aus tiefster Überzeugung Demokratin. Seitdem Corona ein allgegenwärtiges Thema ist, weiß sie, dass Medizin und Jura auch ein ganz schön spannende Studienfächer sind. Sie ist bei Lehrer für Aufklärung und kritische Lehrer Marburg und engagiert sich mit der Schulleiterin Bianca Hölche vor der Kamera. Ratsuchenden Eltern steht Rilana als Mitglied von Eltern für Aufklärung und Freiheit unterstützend zur Seite. Heute geht es ihr um Selbstbestimmung und die Möglichkeit für Eltern und Lehrer, mit den Gegebenheiten möglichst gut klarzukommen und um die Botschaft, dass nicht alle Lehrerinnen das System stützen. Schön, dass du da bist, liebe Rilana. Wir freuen uns auf dich. Herzlichen Dank. Ja, ich bin Rilana, ich komme aus der Nähe von Marburg und freue mich erstmal, dass ich hier bin. Gut, hier zu sein. Und gut, dass ihr hier seid. Ich bin Lehrerin an einer Grundschule, aber natürlich bin ich nicht nur Lehrerin, ich bin vor allem auch Mutter und Mensch. Und als Mensch bin ich in großer Sorge um unsere Menschenrechte. Und es heißt ja mal so schön, es gibt Querdenker und Weiterdenker. Ich denke, es ist gar nicht so wichtig, wo man sich hier engagiert, wem man sich zuordnet. Wichtig ist, dass man ein Selberdenker bleibt. Und in dem Zusammenhang bin ich eben nicht nur in Sorge um die Menschenrechte, sondern auch in Sorge um den Menschenverstand, der leider, leider auf der Strecke geblieben ist. Oh ja, das ja, wie gesagt, ich bin Lehrerin und ich habe ein großes Glück. Ich bin nämlich nicht verbeamtet. Ich wollte das noch, ich bin auf dem zweiten Bildungsweg quer reingerutscht und ich wollte mich gerne noch verbeamten lassen und bin inzwischen echt froh, dass ich es nicht habe machen lassen, weil ich dadurch viel mehr Freiheiten habe und weniger Angst haben muss als diverse Kolleginnen und Kollegen. Ich würde gerne, Stichwort Kolleginnen und Kollegen, für die eine Lanze brechen, aber es fällt mir echt schwer, denn wir sind wenige. Wir sind leider, leider sehr wenige. Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen, aber wenige, die sich wirklich ehrlich für die Kinder einsetzen in dieser Zeit. Und das macht mich unsagbar traurig. Ich habe selber 3 Kinder und als Lehrerin sind mir viele Kinder anvertraut, gerade in der Grundschule, noch viel mehr als bei den älteren Kindern. Vertrauen mir die Eltern ihre Kinder an, dass ich mit ihnen in dem Fall, wenn sie bei mir sind, sorgsam umgehe. Aber es fällt mir unglaublich schwer, das zu tun bei den derzeitigen Gegebenheiten. Aber ich bin total stolz. Ich habe es nämlich geschafft, ein ganzes Schuljahr meine Kinder ohne Maske zu unterrichten. Ich habe anfangs versucht, alle zu retten und habe irgendwann festgestellt, es geht gar nicht. Ich schaffe das nicht. Ich reibe mich auf. Ich kann nicht alle retten. Ich kann vor allem nicht die Kinder retten, wo die Eltern komplett anderer Meinung sind. Aber ich kann Angebote machen und versuchen, Schlupflöcher zu öffnen. Und das tue ich, so gut ich kann. Ich wurde jetzt schon immer wieder gefragt, hey, die Ferien sind halb rum, wie geht's denn nach den Ferien weiter? Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, mein Chef weiß es noch nicht. Denn bisher war es in allen Ferien so, dass am Freitag, wenn gerade die Konferenz rum war,
wo es darum ging, wie machen wir nach den Ferien weiter. Gerade dann kam noch mal schnell eine Mitteilung, wo alles geändert wurde. Darum kann ich nicht sagen, was zurzeit jetzt Stand der Dinge, also was dann Stand der Dinge sein wird. Ich kann aber sagen, wie es im Moment ist, was vorangekündigt ist. Die Kinder sollen dreimal getestet werden, statt nur zweimal pro Woche. Und sie sollen die ersten 14 Tage nach den Ferien Maske tragen, auch im Unterricht. Begründet wird das mit den Reiserückkehrern. Nun frage ich mich, wo ist der Unterschied, jetzt mal rein sachlich, wir sind wieder beim Thema Menschenverstand, wo ist der Unterschied zwischen einem Restaurant und einer Schulklasse? Ins Restaurant dürfen die Menschen gehen und sich am Platz ohne Maske dort aufhalten. Ich glaube nicht, dass Reiserückkehrer Restaurants nicht besuchen. Ja, dann hat ein Bekannter von mir hat tatsächlich beim Kultusministerium angefragt und die haben gesagt, nee, aber in den Schulen, die sitzen ja dicht an dicht. Mal ganz im Ernst, in einer vollen Gaststätte sitzt man auch dicht an dicht. Und in der Schule sind täglich immer nur dieselben Kinder dabei. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum es so gemacht wird. Ich verstehe nicht, wo es hinführen soll und warum man die Kinder quält. Ich weiß nur, so soll es nicht sein und so darf es nicht sein. Es darf nicht sein, dass irgendwelche Hygienekonzepte auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Und ihr merkt, ich fange gar nicht an, irgendwie zu behaupten, Corona gibt es nicht oder so. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass wenn man Maßnahmen ergreift, sie logisch, vernünftig und menschenfreundlich gestaltet sein müssen. Ganz viele Leute, sowohl Eltern als auch Kolleginnen und Kollegen, sagen zu mir, aber das können wir doch nicht ändern, das ist doch Vorschrift. Boah. Nee, nein, ich halte es da mit Nena, der ich übrigens unglaublich dankbar bin. Leider ist kurz zu Nena. Wir alle hier sind hier, weil wir uns in einem Thema schon einig sind. Aber ich bin mir sicher, bei Nenas Konzert waren auch Leute, die sind nicht unserer Meinung. Und sie hat die Chance genutzt und hat die Bühne genommen, um eben auf die Probleme hinzuweisen. Und die hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Sie hat nämlich gesagt, die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern die Frage ist, was wir mit uns machen lassen. Und in diesem Sinne möchte ich euch Mut machen. Mut machen zum zivilen Ungehorsam. Was soll denn schon passieren? Was soll schlimmstenfalls passieren, wenn ihr eurer Schulleitung sagt, mein Kind wird keine Maske tragen? Mehr als dass es dann zu Hause bleiben muss, kann doch nicht passieren. Na, dann unterrichtet ihr es halt zu Hause. Was soll's denn? Ist doch kein Thema. Was soll denn schon passieren, wenn ihr sagt, mein Kind wird nicht getestet? Was passiert denn? Es reißt euch niemand den Kopf ab. Aber die Leute sehen, wir machen nicht mit. Und das ist wichtig. Das ist unglaublich wichtig, dass wir Zeichen setzen. Und nicht immer nur denken, ach, wir können ja nichts ändern. Doch, wir können unglaublich viel ändern, wenn wir bereit sind, auch ein bisschen Widerstände in Kauf zu nehmen. Eine Kollegin war am 1.8.2020 in Berlin und hatte danach ein Disziplinarverfahren am Hals. Dank Frau Ringeisen und der vielen Arbeit und eben auch dank diverser anderer Menschen, die sich immer wieder dagegen gestellt haben, ist das Verfahren eingestellt worden. Und ich finde es großartig. Jedes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, frage ich mich hinterher, na, kommt am nächsten Montag eine Mitteilung vom Schulamt, falls irgendwer mitgekriegt hat? Ich bin gespannt. Aber was habe ich denn für eine Wahl? Nichts machen ist keine Alternative. Es gibt bei Eltern für Aufklärung eine nette Frau, ich glaube, sie ist Psychologin oder zumindest irgendetwas in dem Bereich. Und die hat ein Online-Seminar angeboten. Fazit daraus ist, wir müssen aus der Ohnmacht herauskommen als Eltern. Das ist ganz wichtig. Und das geht eigentlich relativ einfach. Nämlich, indem ich erstmal etwas tue, was ich gut kann. Wenn ich mich darin bestätige, dass ich irgendwas mache, wo die Leute sagen, boah, das hast du aber gut gemacht. Warum stehe ich hier? Ich kann einigermaßen gut und klar und verständlich reden. Aber ihr alle, ihr habt irgendwelche Fähigkeiten. Denkt drüber nach, was könnt ihr? Was könnt ihr tun, wo ihr hinterher denkt, boah, habe ich gut gemacht. Es gibt ein gutes Gefühl. Und dann habt ihr auch nicht mehr das Gefühl, ach, ist doch Vorschrift, wir können doch nichts machen. Wir können was machen, wir können alle so viel und jeder ein bisschen. Und ganz wichtig ist dabei, tut etwas mit
indem ihr anderen helft. Seid hilfsbereit anderen gegenüber. Gründet Netzwerke, die sich gegenseitig helfen. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, na drei sogar. Zum einen nämlich der erste, wir haben wieder das gute Gefühl, wir können was. Zum anderen, wir helfen den anderen Leuten wirklich. Und zum dritten, wir brauchen unsere Regierung nicht mehr. Wenn wir Tauschringe aufbauen, wenn wir uns selbst versorgen, alles jenseits des Systems, in dem wir leben, dann bauen wir uns eine wunderschöne Parallelwelt. Das ist das, wovon ich träume. Oft werde ich gefragt, ja, an wen kann ich mich denn wenden? Ja, an dich selbst. Schau, was du kannst. Schau, such dir Menschen, die auch ähnlich ticken. 1, 2, 3 Leute. Guckt euch um, rechts und links. Hier stehen welche. Ihr könnt euch direkt regional vernetzen. Eben habe ich schon gehört, einige Sachen gibt es schon. Aber werdet aktiv. Macht einfach was. Sucht nicht lange, macht. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn ihr den Erfolg seht, dann merkt ihr auch, ihr begegnet dem und dem und dem. Ich habe im letzten Jahr unglaublich viele wunderbare Menschen kennengelernt. Ich höre immer wieder, ja, Corona, das ist Vereinzelung, das ist Distanzierung oder so. Ich habe so viele Menschen kennengelernt und so wunderbare Netzwerke gegründet. Ich finde es großartig. Und an dieser Stelle bin ich diesem ganzen System, dem ganzen Chaos, was auch immer dahinter steht, unglaublich dankbar. Denn ich hätte nicht umgedacht. Ich habe jetzt dadurch einen Weg gefunden und denke, ja, unsere schöne Welt liegt anders vor uns. Als Lehrerin gehört dazu natürlich auch die neue Form des Unterrichts, der Schule. Das, was hier in Deutschland das klassische Schulsystem ist, denke ich, hat ausgedient. Da sind wir uns vermutlich alle einig. Ich weiß, dass es in jeder Gegend schon irgendwelche Menschen gibt, die mindestens eine Lerngruppe gegründet haben, die jetzt auch versuchen, nachdem, wie der Holger Fischer das auch in seinem Kanal immer wieder verbreitet hat, ne, nach diesen Konzepten versuchen, eine Ersatzschule zu gründen oder erstmal eine Ergänzungsschule. All das sind Dinge, die sind gut auf dem Weg. Aber das dauert natürlich, das braucht Zeit. Und bis dahin möchte ich euch wieder Mut machen. Ihr müsst nicht warten, bis endlich irgendjemand in eurer Nachbarschaft eine Schule gegründet hat. Es reicht, wenn ihr sagt, mein Kind geht da nicht mehr hin, ich unterrichte das zu Hause. Und die Nachbarin sagt das auch. Na, dann wechselt euch ab, dann geht jede nur noch jeden zweiten Tag arbeiten und ihr kriegt auch irgendwie gestemmt und finanziert. Alles ist machbar, wenn man sich zusammentut. Und wenn ihr Kinder habt wie ich, die sagen, aber ich will zu meinen Freunden, ich will in die Schule, dann geht auf die Barrikaden. Sucht das Gespräch mit der Schulleitung, mit den Lehrern, mit den Klassenlehrern vor allem. Und gebt euch die Chance, da gute Erfahrungen zu machen. Gebt euch die Chance, bei allem, was ihr tut, die Erfahrung zu machen, dass ihr es besser könnt und dass es besser werden kann, wenn ihr nur mutig bleibt. Dankeschön. Vielen Dank. Wir brauchen mehr solcher mutigen Lehrer. Unbedingt. Ich hoffe, wir werden in Zukunft noch ganz viele sehen. So, ich weiß, ihr wartet alle ganz besonders auf eine Person, aber ich warte auch noch auf eine andere. Und die werde ich euch jetzt vorstellen. Und zwar gibt es hier noch einen Mann aus Kassel, der absolut das Herz am richtigen Fleck hat und der auch überhaupt nicht unterzukriegen ist und auf jeder Veranstaltung ist, die wir hier so planen. Und ich liebe es und ich hoffe, dass ich von euch noch ganz viele auch genauso schätzen lerne wie ihn und dass ich euch auch überall sehe. Denn der liebe Bernward, vielleicht kennt ihr ihn, ist echt überall mit dabei und er gibt nicht auf. Und ihn interessiert ganz besonders auch das Thema an den Schulen. Deshalb steht er auch an der einen oder anderen Schule, sucht die Diskurse, steht mit seinen Schildern da und hat auch schon sehr, sehr interessante Gespräche führen können. Und darüber erzählt er jetzt. Vielen Dank, Bernward. Hallo? Okay, hört ihr mich? Ich mache es ein bisschen lauter, damit auch die Gentlemen da hinten das verstehen. Ich möchte von meinen überraschenden, aber sehr positiven Erfahrungen an einem Gymnasium hier in Kassel berichten. Und zwar dem Albert-Schweitzer-Gymnasium. Mahnwache, letzter Schultag, eine Stunde lang mit Schildern hin und her gehen, hin und wieder positive Reaktionen von den Autofahrern, die vorbeikommen. Dann auf einmal eine Stimme,
aus dem Hintergrund, erstes Stockwerk, ich drehe mich um, ein hochroter Kopf, 16-jähriger junger Mann, das Einzige, was ich verstehe neben dem Autoverkehr ist, ich mach dich platt. Ja? Eine Minute später ist auch unten, mit einer Horde von ca. 20 weiteren jungen Hengsten. Ja, gut, das kam schon ziemlich überraschend. Ja, ich bin kein Lehrer, ich bin sowas nicht gewohnt, aber es ist mir geglückt, erstmal das Adrenalin, mein eigenes, ein bisschen runterzufahren und dann einen Diskurs zumindest mit den 5 lautesten Hengsten zustande zu kriegen. Ja, das dauerte so ungefähr 15 Minuten. Ich muss dazu sagen, mein Schild war vergleichsweise neutral gehalten. Überschrift Kinder, Impfung, Fragezeichen, STIKO und WHO sagen Nein. In dem Frage- und Antwortspiel stellte sich natürlich heraus, dass die jungen Herren die STIKO überhaupt nicht kennen. Ja? Also das wichtigste nationale Expertengremium für Impfung kennen sie nicht. Okay, um dann aber im Diskurs zu sagen, die STIKO hat ja eine Empfehlung abgegeben. Ich sage, nein, die STIKO hat eigentlich keine Empfehlung abgegeben, denn wenn man ein bisschen weiter liest, dann steht im 3. oder 4. Absatz der entscheidende Punkt, da steht nämlich drin, die Datenbasis fehlt. Und da habe ich die jungen Herren gefragt, was heißt das, Datenbasis fehlt? Das heißt, wir haben keine Langzeitstudien. Das heißt, russisches Roulette hoch 2. Ja, und das ist das, was Bhakti eine Woche später gesagt hat. Ja, so. Dann war die Pause rum. Die Gruppe entfernte sich. Ein junger Mann ist stehen geblieben, hat mich gefragt, ob er mir noch ein paar Fragen stellen kann. Ich fand das super. Habe ich gesagt, lass uns auf den Mauervorsprung setzen. Und dann haben wir einen ganz vernünftigen Diskurs gehabt. Natürlich waren wir unterschiedlicher Meinung. Aber das ist doch das, was eine Demokratie eigentlich ausmacht. Wenn alle meine Meinung hätten, wäre doch ein Desaster. So, dann ist dieser junge Mann auch entschwunden und dann kamen die jungen Damen. Ja, es waren also dann 7, 8. War natürlich nicht überraschend, es ging viel disziplinierter zu. STIKO kannten zwar auch nicht, aber immerhin. So, ich bin, wie gesagt, bin von der Sache überrascht worden. Ich fand es im Nachhinein sehr, sehr positiv, denn es gab diesen Diskurs. Der junge Mann hat mich nicht platt gemacht, obwohl er auch am Ende immer noch, als er auf der Mauer saß, immer noch hochroter Kopf, sagte, eigentlich wollte er mich immer noch platt machen. So, warum erzähle ich euch das Ganze? Ja, es braucht nur ein klitzekleines bisschen Mut und dann können wir, jeder von uns, etwas bewirken. Weil wir hören immer wieder, es bringt ja nichts. Es brachte auch nichts, nach Berlin zu fahren am Wochenende. Wir waren da und es brachte sehr viel. Ja? Also, meine Message ist, wir brauchen Mut und wir haben keinen Grund, den nicht zu haben. Denn meine Vorrednerin hat es gesagt, es wird keine Gewalt angetan hier, bis auf ganz, ganz, glücklicherweise ganz, ganz seltene Fälle. Ja? Also man darf ruhig was riskieren. Ja, mich hat es am Wochenende tatsächlich umgerissen und dabei habe ich meine Freundin Claudia auch umgehauen mit dem Hinterkopf auf die Straße. Aber das ist letztlich doch, sind das 2 Einzelschicksale. Ja? Also seid mutig und jetzt noch an die Männer speziell. Kommt aus euren Löchern. Wenn ihr das starke Geschlecht seid, dann kommt endlich aus euren Löchern. Ja, und versteckt euch nicht und sagt nicht, es bringt nichts. Es bringt sehr viel. Dankeschön. Vielen Dank, Bernhard. Genau, kommt aus euren Löchern, hat er gut gesagt. Und das ist das, was wir auch immer und immer wieder predigen. Denn nur so können wir uns alle unterstützen. Nicht nur die Sachen unterstützen, sondern uns auch gegenseitig unterstützen. Ihr habt es vielleicht gesehen, nach der letzten Demo war ein großes Bild von Ilhan und mir in der HNA. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Aufriss war. Ja?
Das ist nicht unbedingt das Coolste, aber wenn ihr alle euch traut, auch Gesicht zu zeigen, muss jetzt nicht in der HNA sein, aber öffentlich eben zu eurer Meinung zu stehen, dann unterstützt ihr auch Menschen wie uns, die mit ihrem Gesicht nach draußen gehen. So, jetzt freue ich mich auf einen ganz, ganz, ganz besonderen Menschen meiner Meinung nach, auf den habt ihr auch schon alle gewartet. Und es ist auch an der Zeit, mal Dankeschön zu sagen. Das ist irgendwie untergegangen die letzten Wochen, lieber Ralf. Magst du mal hochkommen? Riesenapplaus für Ralf, für dich! Mein lieber Ralf, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Und ich möchte dir im Namen von uns allen und insbesondere im Namen auch von Ilhan Danke sagen für deine Unterstützung vor den Demos, während der Demos, nach den Demos, immer wenn wir Hilfe brauchen, ist Ralf als Rechtsanwalt und guter Freund für uns da und gibt uns Tipps und Ratschläge. Und er wird nie müde. Er wird einfach nie müde. Vielen, vielen Dank, Ralf, dass du immer für uns da bist. So, und jetzt übergebe ich das Mikrofon. Ich freue mich, dass der ganz spontan heute zu euch spricht. Ja, hallo Kassel. Grüße euch. Seit dieser Woche lebe ich in einem Land, das von der UNO beobachtet wird. Und zwar deswegen beobachtet wird, weil es in diesem Land Polizeigewalt gibt, von der UNO-Sonderberichterstatter der Auffassung ist, sie könnte Folter oder erniedrigende Behandlung sein. Bereits im Februar hat der UN-Menschenrechtsrat gesagt, dass die Menschenrechte und die Grundrechte nicht deswegen eingeschränkt werden dürfen, weil man es auf eine Pandemie schiebt oder auf eine Krankheit. Das war schon im Februar. Und da wurde insbesondere hervorgehoben, dass auffällig ist, dass in totalitären Regimen die Erkrankung Covid dafür genutzt wird, dass Menschen nicht mehr demonstrieren dürfen. Offensichtlich hat das Herr Geisel, der Innensenator von Berlin, als Aufforderung betrachtet. Er hat gedacht, Mensch, ich war früher mal in einer totalitären Partei. Warum sollte ich das, was ich erlernt habe, nicht auch in Berlin anwenden? Das Ergebnis hat er, wir werden beobachtet als Deutschland. Das heißt tatsächlich, der UN-Sonderberichterstatter geht davon aus, dass die Polizei mit dem, was ihr alle in den Videos gesehen habt, dass sie die Grenze überschritten haben. Wir wussten das schon längst. Und die Grenze ist immer dann überschritten, wenn gegen friedliche Menschen, so wie ihr friedlich hier steht, einfach Gewalt ausgeübt wird. Und dass das in diesem Land passiert, in dem ich geboren bin, in dem ich aufgewachsen bin, hätte ich nie für möglich gehalten. Aber ich habe jetzt schon so viele tolle Reden hier gehört und ich kann auch nur in einem euch bestätigen oder euch bekräftigen, folgt immer dem gesunden Menschenverstand, folgt eurem Herzen und am Ende, wenn ihr das tut, seid ihr immer auf der richtigen Seite. Und das merkt man auch, ich kann von einem relativ großen Erfolg berichten, den mein Kollege Friedemann Deblitz vorgestern oder jetzt 3 Tage her in Garmisch-Partenkirchen hatte. In Garmisch-Partenkirchen war ein Strafverfahren gegen Wolfgang Greulich. Wir sind ja ein bisschen mit dem Bus durch Deutschland getourt und in Bayern hat dann der Wolfgang, irgendwann war es ihm zu viel, alle Leute mussten mit Maske da stehen und er hat gesagt, wie bescheuert ist das eigentlich mit Maske unter freiem Himmel? Kein Mensch, der nicht eine Angststörung hat, setzt sich freiwillig eine Maske auf unter freiem Himmel. Ja. Und da hat der Wolfgang Greulich sich hingestellt und hat gesagt, Leute, nehmt die Maske ab. Wir machen hier keine Demonstration, wo Menschen Masken tragen. Wir machen vor allen Dingen keine Demonstration gegen die Maskenpflicht, wo Menschen Masken tragen. Daraufhin hat er ein Strafverfahren gekriegt. Dieses Strafverfahren hat stattgefunden vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen. Und in Garmisch-Partenkirchen gibt es offensichtlich, ähnlich wie in Weimar, noch Richter, die wissen, was ihr Job ist. Die nicht Angst haben, dass ihnen irgendwas passiert, sondern die ihren Job machen. Und das, wir sind Juristen, ich bin auch Jurist, das heißt, ich weiß, wie man rechtliche Methodik anwendet, aber ich weiß natürlich viele Dinge nicht. Mich kann man nicht fragen, ob eine Impfung gefährlich ist oder nicht, dazu kann ich keine Auskunft geben, das habe ich nicht gelernt. In meinem Studium, im rechtswissenschaftlichen Studium in Göttingen, nicht weit von hier, habe ich nicht gelernt, ob eine Impfung gefährlich ist. Ich habe auch nicht gelernt, ob das Maskentragen notwendig ist. Ich habe auch nicht gelernt, ob das Maskentragen gefährlich ist. Aber ich habe gelernt, dass es juristische Methoden gibt. Und juristische Methoden bedeuten, dass ein Jurist, der eben diese Ahnung nicht hat, einen Fachmann oder eine Fachfrau fragt. Und das haben die Gerichte die letzten 18 Monate versäumt. Ich hatte vorgestern ein Gespräch in Gera
Da war auch ein Richter vom Bundesverwaltungsgericht, der ja am Ende dann zugeben musste, dass die Gerichte in Deutschland eben nicht seit anderthalb Jahren nicht ihren Job machen. Und dieser Amtsrichter in Garmisch-Partenkirchen hat gesagt, ich weiß nicht, ob Maskentragen auf Demonstrationen erforderlich ist oder nicht. Und das Einzige, was ich machen kann, ich kann mir den besten Sachverständigen holen, den Deutschland hat, nämlich den Aerosolforscher Gerd Scheuch. Der soll als Zeuge bei uns vor Gericht aussagen. Und er hat das gesagt, was die Aerosolforscher seit Monaten immer wieder mitteilen, was sie auch schon in einem offenen Brief an die Kanzlerin geschrieben haben. Die haben gesagt, eine Infektion unter freiem Himmel ist quasi nicht möglich. Niemand muss eine Maske tragen, um eine Infektion, die sowieso quasi nicht möglich ist, um eine Infektion, die quasi nicht möglich ist, zu verhindern. Unter freiem Himmel muss kein Mensch eine Maske tragen. Und nach diesem Urteil von Garmisch-Partenkirchen, weil es basiert auf einer sachkundigen Aussage eines Aerosolforschers. Übrigens, dieser Richter in Garmisch-Partenkirchen muss jetzt nicht befürchten, dass seine Büros gestürmt werden von irgendwelchen Einsatzkräften wie bei dem Richter in Weimar, weil dieser Gerhard Scheuch auch gleichzeitig der Sachverständige beim Bundesverfassungsgericht ist. Das heißt, auch das Bundesverfassungsgericht hat ihn als Sachverständigen angeklagt. Und Wolfgang Greulich ist freigesprochen worden. Warum ist er freigesprochen worden? Weil die Aufforderung an die Menschen, die Maske abzusetzen, keine Straftat sein kann, weil das Maskentragen nichts bringt. Keine Maske auf einer Demonstration zu tragen, ist ungefährlich. Es ist komplett ungefährlich und kein Mensch muss mehr auf einer Maske oder auf einer Demonstration oder sonst wo unter freiem Himmel eine Maske tragen. Das ist gutachterlich bestätigt und damit ist die Sache durch. Und das ist genau das, was wir machen. An jeder Stelle bisher, an jeder Stelle, wo wir mittlerweile valide wissenschaftliche Daten haben, und das ist die zweite Sache, und das kann ich auch nur den Studenten für Aufklärung sagen, folgt zum einen immer eurem gesunden Menschenverstand und folgt zum zweiten immer der Methodik, die ihr gelernt habt. Und fangt nicht an, in einer Krisensituation eine andere Methode anzuwenden als das, was ihr gelernt habt. Jeder Rettungssanitäter macht in einer Notfallsituation das, was er gelernt hat. Wenn er anfangen würde, auf einmal neue Ideen zu erfinden, wie könnte ich Menschen retten, dann bringt er am Ende Menschen um. Jeder Notarzt macht das so. Und das ist das. Wir haben Methoden, zivilisatorische Errungenschaften nennen wir Juristen das. Wir haben Methoden erlernt, wie man in einer Krise umgeht. Und wir haben alle diese Methoden, alles, was wir haben, haben wir über den Haufen geschmissen, weil ein paar Politiker der Auffassung sind, sie können es besser und sie können jetzt auf einmal mit völlig neuen Ansätzen auf irgendwelche Krisen reagieren. Das heißt, selbst wenn es eine Corona-Krise geben würde, hätte man anders darauf reagieren müssen, nämlich mit den Methoden, die wir kennen. Und wir haben alles über den Haufen geschmissen. Wir glauben auf einmal Menschen wie Professor Bakti, der seit 40 Jahren einer der führenden Köpfe ist, nicht mehr, und hören auf einen Karl Lauterbach, der in seinem Leben außer Gesundheitsökonomie noch nichts geleistet hat. Das wäre das Gleiche, als ob bei einem Unfall der Notarzt kommt und dann daneben einer steht mit weißem Kittel und man fragt ihn, was haben Sie eigentlich gelernt? Und er sagt, ja, ich bin Apotheker. Und dann sagt er, ja, können Sie vielleicht den Mann behandeln? Der Apotheker ist natürlich auch fit, der kann eben bestimmte Dinge in der Pharmakologie, aber der kann natürlich in einem medizinischen Notfall nicht eingreifen, wenn der Notarzt daneben steht. Und das wird erstaunlicherweise hier in diesem Land gerade gemacht. Und je mehr wissenschaftliche Gutachten wir haben, desto mehr beweist sich, dass das, was diese blöden Querdenker sagen, von Anfang an richtig war. Wir haben mittlerweile eine Studie der Universität Essen, die besagt, dass es in Deutschland im Jahr 2020 eine Untersterblichkeit gegeben hat. Natürlich haben wir eine Untersterblichkeit gehabt. Die Gesellschaft wird immer älter. Dass in einer Gesellschaft, die älter wird, zahlenmäßig mehr Menschen sterben jedes Jahr, das ist völlig logisch. Aber auf die Alterskohorten betrachtet, haben wir eine Untersterblichkeit von 2,4% im Jahr 2020 gehabt. Die ganzen Maßnahmen basieren doch aber darauf, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden soll und dass Menschen nicht sterben sollen. Es ist im Jahr 2020 nicht passiert. Das heißt, faktisch sind alle Maßnahmen rechtswidrig gewesen.
das Bundesgesundheitsministerium, auch für die, die jetzt hier kritisch sind und das nicht glauben, das Bundesgesundheitsministerium hat am 30. April auf seiner Internetseite, kann man immer noch gucken, Bundesgesundheitsministerium 30. April Corona, einfach mal eingeben. Da gibt es eine Studie, die Charité erstellt hat. Die Charité steht ja nun auch nicht im Verdacht, irgendwie Schwurbler zu sein. Die Charité-Professoren haben für das Bundesgesundheitsministerium eine Studie über die Überlastung der Intensivstationen und der Krankenhausstationen in Bezug auf Covid erstellt und haben herausgefunden, dass 2% der Krankenhausbelegungen im Jahr 2020 Covid-Patienten waren und 3,6% der Intensivstationenbelegungen waren Covid-Patienten. Und sie schreiben unten drunter, es hat zu keinem Zeitpunkt auch nur den Ansatz einer Überlastung des Gesundheitssystems gegeben. Und jetzt komme ich wieder als Jurist. Ich als Jurist habe gelernt, wenn ich ein Gesetz anwenden will, da muss ich immer auf den Zweck des Gesetzes gucken. Hier ist ein Kollege, der ist Polizist. Wo ist er denn? Wolfgang. Der hat mich angesprochen, der sagt ja genau das Gleiche. Also wir, auch die Juristen, die Polizisten lernen bestimmte Prüfschritte, die sie machen müssen, die juristische Prüfschritte sind, bevor sie irgendwelche Einsätze machen. Und das heißt, jede Maßnahme, 28a Infektionsschutzgesetz, jede Maßnahme, die da drin steht, sei es Maske, sei es Abstand, sei es Impfung, egal was es ist, jede dieser Maßnahmen darf nur deswegen gemacht werden, wenn der Zweck, den sie verfolgt, damit auch erfüllt werden kann. Und der Zweck aller Maßnahmen jetzt im Rahmen dieser Covid-Pandemie oder dieser Covid-Krise, je nachdem, wie man es bezeichnen will, der Zweck aller dieser Maßnahmen ist, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Wenn wir aber wissen, die Überlastung des Gesundheitssystems hat nie bestanden, es bestand niemals die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems, müssen alle Maßnahmen sofort beendet werden. Das ist vergleichbar, wenn wir sagen, ab einer bestimmten Luftverschmutzung darf man mit bestimmten Autos nicht mehr in die Innenstadt fahren. Dann gilt natürlich erst, wenn diese Luftverschmutzung da ist, darf man mit den Autos nicht mehr in die Innenstadt fahren. Dann kann sich keiner hinstellen und sagen, nein, wir lassen die Autos auch schon vorher nicht in die Innenstadt, weil diese Luftverschmutzung könnte ja irgendwann mal kommen. Und genau das passiert und das ist juristisch falsch. Und ich kann es nicht verstehen, dass wir ein absolutes Versagen der Justiz in diesem Lande haben, weil das ist die Aufgabe der Richter und sie müssten einfach nur eins und eins zusammenzählen, das, was sie gelernt haben und eigentlich jede einzelne Maßnahme sofort aufhören. Aufheben. Und das geht an vielen Stellen weiter. Wir haben mittlerweile von der Universität Duisburg-Essen die Bestätigung, dass 60% aller PCR-Tests, wenn man sie denn so anwenden will, wie sie derzeit angewendet werden, falsch sind. Das heißt, selbst wenn man nicht dahinter geht und sagt, dass so ein PCR-Test sowieso überhaupt nichts aussagt, aber wenn man nur das nimmt, was die Regierung und die Politik als richtig ansieht bei den PCR-Tests, sind ohnehin schon 60% falsch. Das heißt, selbst wenn man das Gesetz, wenn man über die Zweckmäßigkeit hinwegsieht und sagt, wir machen trotzdem diese ganzen Maßnahmen, weil es doch so eine schlimme Krankheit ist, und man würde das Gesetz anwenden, dann steht da drin, dass ab bestimmten Inzidenzen bestimmte Maßnahmen zulässig sind. Dazu müsste ich aber auch wieder mit juristischer Methodik die Inzidenzen überhaupt erst richtig ermitteln. Habe ich aber Universitäten, die in Studien, das sind peer-reviewed Studien, das heißt also, das sind Studien, die sind schon von anderen überprüft worden auf ihre Richtigkeit. Wenn ich diese Studien habe und diese Studien sagen, dass die Inzidenzermittlung falsch ist, dann kann ich doch die Inzidenzermittlung nicht mehr auf einmal als den Grund nehmen, eine Maßnahme zu machen. Das heißt, alle Grundsätze, die wir eigentlich haben, alle Grundsätze, die wir in unserer Zeit als zivilisatorische Errungenschaften haben, sind komplett verrückt. Und die Politiker, die nutzen das jetzt, um Macht auszuüben. Und das ist der einzige Grund. Die Maske, die ihr tragen sollt auf einer Demonstration, dient einzig und allein dazu, euch zu erkennen, damit der Herr Geisel seinen Polizisten sagen kann, haut den auf die Fresse. Das ist der einzige Grund. Weil das steht nämlich auch in dem Polizei, in dem Einsatzbefehl, den wir haben. In dem Einsatzbefehl, den wir haben von Berlin, den haben wir ja bekommen. Es wird alles geleakt mittlerweile. Wir haben den Einsatzbefehl und in dem Einsatzbefehl von Berlin wurden die Polizisten angewiesen, Menschen, die auf verbotene Demos gehen, was auch immer das ist,
Menschen, die auf verbotene Demos gehen, genauso zu behandeln wie Gewalttäter. Und genau das haben sie getan. Und genau deswegen ermittelt jetzt dieser UN-Sonderberichterstatter. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Das sind Sachen, die man beobachten kann, das sind auch Sachen, die ich erklären kann. Die Frage ist aber, wie beenden wir das Ganze? Wie kommen wir dahin, dass diese Sachen nicht weiter passieren und dass diese Sachen endlich aufhören? Und es droht ja jetzt gerade dieses Szenario, dieses berühmte 2G-Szenario, ab sofort soll man nur noch zu essen kriegen, wenn man geimpft ist oder getestet ist. Das wird nicht kommen, weil wir Menschen das nicht mitmachen werden. Es ist völlig egal. Es ist völlig egal, ob Sie das beschließen werden oder nicht. So viele Hausverbote können gar nicht ausgesprochen werden und so viel Polizei gibt es auch nicht in diesem Land, als dass man das durchsetzen könnte. Und das ist auch schon die Lösung. Wir müssen alle zwingend in die Selbstermächtigung kommen. Und das hat Berlin gezeigt. Berlin war für mich deswegen so phänomenal, weil eigentlich konnte nichts Besseres passieren, als dass diese Demo auf der Straße des 17. Juni, wo wir sowieso wieder nur alle untereinander gestanden hätten, irgendwelche langweiligen Reden gehalten hätten oder auch weniger langweilige Reden, wenn wir da gestanden hätten und keiner hätte uns gesehen und die Presse hätte ohnehin wieder nur berichtet, 500 Leute waren da. Das war ja am Anfang auch so. Am Anfang, früh morgens, am 1.8., ich war im Bus, da in der Nähe des Olympiastadions, da habe ich dann RBB gelesen und RBB sagte 2000 Demonstranten in Berlin. Wir wurden gerade in dem Bus festgehalten, waren zwei junge Polizisten drin. Zunächst hatte ich die gefragt, ob sie nicht einen Aperol Spritz für die Damen, die bei uns im Bus waren, besorgen können. Hatten sie gesagt, negativ. Aber dann habe ich gesagt, Mensch, ich lese hier gerade 2000 Demonstranten und 2250 Polizisten. Seid ihr so schlecht? Ich habe gesagt, könnt ihr mit 2250 Polizisten nicht 2000 Demonstranten in Schach halten? Oder könnte es sein, dass der RBB lügt? Die Polizisten waren mit mir der Auffassung, der RBB lügt. Es waren natürlich mehr. Aber dieses Gefühl, was in Berlin entstanden ist, das ist das, was euch alle auszeichnet. Nämlich, ich fand die Ankündigung von Sunny schön, dass du das so gemacht hast, aber die ist eigentlich falsch. Ich bin nicht irgendwie besonders, ich bin auch nur einer von vielen, ich bin auch nur einer von euch, ich bin auch nur wie ihr durch Berlin marschiert. Und das in Berlin habt ihr gemacht. Die Menschen sind auf einmal losmarschiert und sie haben sich zusammengefunden. Und diese Selbstermächtigung, dieses Gefühl, wir können das. Weil das ist der Punkt. Wir werden das Ganze nur verändern können, wenn es keine Machtkonzentration mehr gibt. Und die Machtkonzentration gibt es dann nicht, wenn alle Menschen gleichwürdig sind, wenn alle Menschen gleich viel wert sind und wenn ihr die Macht nicht mehr abgibt, wenn ihr die Macht nicht mehr an andere abgibt, sondern sagt, das, wofür ich stehe, dafür stehe ich ein. Und zwar mit dem, was ich kann. Und das heißt, man kann demonstrieren in Berlin, in Kassel oder sonst wo. Das heißt, wenn die schon wieder versuchen, beim nächsten Mal hier komplett Kassel abzuschließen, ist ja auch ein Erfolg. Wenn jedes Mal, wenn ihr nur sagt, wir kommen und demonstrieren für unsere Grundrechte, die komplett Kassel abschließen, ja, was wollen sie denn machen? Ist das die Art, wie sich der Oberbürgermeister von Kassel seine Stadt vorstellt? Eine geschlossene Stadt, weil er Angst hat vor Menschen, die ein Herz hochhalten oder ein Grundgesetz? Und das ist eben auch das. Am 29.08. in Berlin wird es ganz viele dezentrale Organisationen geben. Am 29.08. werden wir uns in Berlin treffen. Und niemand wird wissen, wo wir sind, weil wir nichts mehr anmelden. Wir sind einfach da. Wir werden am 29.08. in Berlin sein. Und wenn wir am 29.08. unsere Freunde, und die Polizei hat es ja schon gesagt, die hat gesagt, wir können ja die gar nicht von den anderen unterscheiden. Ja, warum könnt ihr denn die nicht von den anderen unterscheiden? Weil sie die gleichen sind. Wir sind die Mitte der Gesellschaft und die Mitte der Gesellschaft kann man nicht irgendwie von irgendwem anders unterscheiden. Und das heißt, wenn wir am 29.08. durch Berlin gehen mit vielen tausend Menschen, dann wird niemand uns dabei aufhalten können. Und gerade weil der UN-Sonderberichterstatter auch nochmal gesagt hat, friedliche Menschen darf man nicht mit harten polizeilichen Maßnahmen angehen, wird die Polizei das am 29.08. auch nicht machen. Die werden sich nicht noch einmal solch eine Niederlage einkassieren. Und
Vom 14. Oktober bis zum 27. Oktober findet in Bayern der erste Schritt zur Abwahl von Markus Söder statt. Und auch da werden wir mit vielen Bussen, mit viel Unterstützung in jedes kleine Dorf, wir werden in jedes kleine Dorf von Bayern fahren und werden den Leuten sagen, hier könnt ihr Markus Söder abwählen, weil die Menschen das können. Auch da ist es so, die Initiative hat sich selbst ermächtigt und zeigt den Menschen, nein, lass ihn doch einfach. Genau, einfach tief durchatmen. So was kann man nicht hören, schon nicht. Aber wenn Sie das nicht hören wollen, können Sie doch gehen. Nein, nicht die Polizei. Alles gut. Einfach tief durchatmen. Scheiße da. Genau, einfach tief durchatmen. Und wenn Sie es nicht hören wollen, können Sie doch einfach ein Stück weitergehen. Das ist das, was ich sage. Ich kann den nicht hören. Aber einfach beruhigen. Jetzt können wir ein bisschen leiser machen. Als Kompromiss. Ein bisschen leiser. Ja, einfach weiter. Also, muss doch nicht jedem aufzwingen. Ja, alles gut. Lass ihn doch so. Lass doch nicht so laut. Genau. Nein, warum denn? Na ja. Alles gut. Ja gut, aber er ist ja mittendrin hier. So, genau. Also, niemand muss in die Selbstermächtigung gehen. Sie können ja, wenn Sie der Auffassung sind, Sie wollen anderen folgen, können Sie das ja tun. Aber lassen Sie doch diese Menschen einfach sich selbst folgen. Genau, die haben andere Meinung. Aber Sie dürfen Ihre Meinung haben. Niemand hier kritisiert Sie für Ihre Meinung. Sie dürfen Ihre Meinung haben und das ist auch gut so. Ich bin dafür, es ein bisschen leiser zu machen, als Kompromiss. Weil ich finde es wirklich sehr heftig, die Lautstärke. Aber du sitzt auch direkt vor der Box. Die da hinten müssen das auch hören. Noch lauter. Dass jeder das hört. Mach weiter. Ja, alles gut. Wir müssen nicht gegenseitig uns provozieren. Ist alles gut? Er hat seine Meinung, wir haben unsere Meinung, alles gut, ja? Genau. Berlin treffen wir uns wieder. Wir treffen uns in Berlin, genau, super. Und ich habe jetzt gerade aus Thüringen gehört, in Thüringen habt ihr ja vielleicht mitbekommen, da hat ja die rot-rot-grüne Regierung zusammen mit der CDU eigentlich alle versprochen, dass sie den Landtag auflösen und dass es Neuwahlen gibt. Das haben sie ja nicht hingekriegt mit der Begründung, das muss man sich mal vorstellen. Die Begründung war ja, wir lösen den Landtag nicht auf, weil die Landtagsauflösung mit Stimmen der AfD stattfinden würde. Das war die Begründung. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen deswegen das, was wir versprochen haben, nicht machen, weil um unser Versprechen umzusetzen, braucht es die AfD und die wollen wir nicht. Deswegen wird nächste Woche in Thüringen ein Bürgerbegehren starten. Das ist ein bisschen schwieriger, aber sie starten ein Bürgerbegehren, weil sie es in Thüringen können, zur Änderung der Thüringer Verfassung, dass sie dort nämlich auch als Bürger, als Menschen den Landtag abwählen können. Und auch das ist Selbstermächtigung. Das gibt es übrigens in jedem Bundesland. Ihr könnt auch hier in Hessen Initiativen starten, die Gesetze machen. Ihr könnt alles, was ihr wollt, könnt ihr hier umsetzen. Und wir sind mittlerweile so viele, wenn man nur mal die Umfragen ansieht, 35 Millionen Menschen in Deutschland finden, dass die Dinge, die die Querdenker machen, richtig sind. 35 Millionen. Das ist eine große Menge. 8,5 Millionen haben gesagt, sie würden sofort an einer Demo teilnehmen. Das heißt, wir sind nicht wenige und ihr merkt das ja auch, wir werden immer mehr. Wir haben das auch an der Bustour wieder gemerkt. Das Wichtige ist, macht Selbstinitiativen, organisiert euch, findet möglicherweise andere Formen des Zusammenlebens. Ich selber bin ja Anwalt, ich lebe auch in einer WG. Die meisten Leute sagen immer, ja, der lebt auf Mallorca, habe ich gestern wieder gelesen, in einer Villa. Also ich lebe in Mallorca in einem Reihenhaus mit 4 anderen Leuten zusammen in einer WG. Jeder hat ein Zimmer. So kann man auch leben. Also man kann viele Dinge finden, wie man miteinander lebt. Dann muss man nämlich auch nicht viel Geld verdienen. Weil das ist das, was ich immer gesagt habe. Ihr müsst auch versuchen, aus der Angst zu kommen. Viele Leute haben mich gefragt, ja, wie machst du das eigentlich? Hast du keine Angst? Ich sage, naja, wenn sie mir meine Anwaltszulassung wegnehmen, dann mache ich halt was anderes. Ich kann so viel in meinem Leben. Und wenn man euch keine Angst machen kann,
Weil das, wovon die leben, ist eure Angst. Und wenn diese Angst nicht funktioniert, weil ihr aus eurer Angst selber rausgeht und ihr habt alle, jeder von euch hat unglaublich viel Stärke und jeder von euch ist wichtig für diese Bewegung und jeder von euch kann etwas einbringen. Und wenn ihr in eurer Stärke bleibt, wenn ihr in eurer Stärke bleibt, dann kann euch nichts passieren. Und im Zweifel, wie gesagt, dann stellt euch hin und sagt, dann nehmen Sie mir meinen Job weg. Jetzt in Bielefeld war gerade eine Lehrerin bei mir, die auch gesagt hat, sie hat die erste Impfung hinter sich, sie will die zweite nicht machen, sie hat Angst. Aber wenn sie es nicht macht, wird sie entlassen. Dann sage ich, Mensch, du kannst doch bestimmt ganz viel. Dann lass dich doch einfach entlassen. Dann sei nicht mehr Lehrerin, mach was anderes. Was ist dir wichtiger? Weil das ist auch eine Entscheidung. Die Entscheidung ist nämlich, nehme ich diese zwei Shots oder mache ich etwas anderes? Und vor dieser Entscheidung werden wir gestellt sein. Und ich glaube, die meisten von uns sind bei sich und sind mutig genug zu sagen, ich mache das, was ich in meinem Leben für richtig erachte und nicht das, was man von mir will. Und genau vor dieser Selbstermächtigung haben die anderen Angst. Ich wollte nämlich noch einen Punkt sagen. Es wird immer argumentiert mit Solidarität. Was ist denn der Begriff Solidarität? Solidarität ist doch eine freiwillige Entscheidung, für jemand anderen einzustehen. Und wenn mir jemand sagt, entweder du bist solidarisch oder ich zwinge dich dazu, dann ist es doch keine Solidarität, sondern derjenige benutzt den Begriff Solidarität, um Herrschaft über mich auszuüben. Derjenige, der zu uns sagt, sei solidarisch, der sagt im Prinzip genau das, was der junge Mann hier gesagt hat. Ich habe ihn gefragt, welche Lösung können wir denn gemeinsam finden? Und seine Lösung war, mach das, was ich will und alles ist gut. Und genau das ist das mit Solidarität. Solidarität bedeutet, ich stehe für jemanden ein, weil ich es für richtig erachte. Und nicht, wenn du es nicht tust, dann zwinge ich dich dazu. Und diesen Appell hat Michael Ballweg gestern auch an alle gerichtet. Michael Ballweg hat gestern gesagt, er zieht sich zurück. Und er zieht sich nicht deswegen zurück, weil er sich als gescheitert ansieht, sondern er zieht sich deswegen zurück, weil er in Berlin erlebt hat, dass ihr alle das könnt. Und jetzt ist es die Zeit von uns allen gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir diese Gesellschaft in eine bessere Gesellschaft führen. Vielen Dank. Das waren genau die richtigen Worte. Er hat all das gesagt, was ich auch am liebsten gesagt hätte, aber besser hätte man es nicht machen können. Mega. Ich bin so froh, wieder so viele Menschen hier zu sehen in Kassel. Wirklich. Jetzt freue ich mich aber auf den nächsten Punkt, nämlich die Kundgebung ist gleich beendet, aber wir dürfen einen Aufzug machen. Und ich hoffe, dass ihr alle ganz viele laute Sachen dabei habt. Wir wecken jetzt Kassel auf, was wir vor 2 Wochen nicht machen durften. Da waren wir deutlich mehr in Kassel, auch wenn das keiner wahrhaben möchte. Aber egal. Das heißt, wir werden uns gleich platzieren. Wir haben hier die Gruppe des 15. Mai oder einige Musiker aus der Gruppe des 15. Mai. Die kommen jetzt nach vorne, die legen gleich los. Wir bleiben noch ein paar Minuten hier. Ich wünsche mir einen Flashmob von euch mit Danser Encore. Alle Musiker dürfen nach vorne mit Abstand natürlich. Ja? Und dann fangen wir hier schon mal an, uns warm zu machen. Bauen schnell die Bühne ab und dann geht's los mit dem Aufzug. Ja? Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ach, stopp. Der Wahnsinn hat kein Ende. Und zwar, also, wenn gleich die Kundgebung beendet ist, die ist jetzt noch nicht offiziell beendet, dann starten wir mit dem Aufzug und da gibt es andere Auflagen. Und jetzt passt auf. Ihr müsst eine Maske tragen, auch wenn ihr Abstand halten dürft. Und es wurde empfohlen, dass ihr Handschuhe tragt. Keine Ahnung, was das für einen Sinn macht, aber ich wollte es euch einfach mal weitergeben. Aber wie gesagt, die Kundgebung ist noch nicht beendet. Wir machen jetzt noch einmal Danser Encore, bauen die Bühne ab und dann geht's los. Ich muss noch was sagen. Danke an Sunny. Sie, auch wenn sie vielleicht von manchen in die rechte Ecke gestellt wird, sie ist die größte Demokratin. Mit so viel Herz. Großartig. Danke. Und lasst uns das mit der Maske, lasst uns mitmachen, lasst uns an diese Regel halten. Als ein kleines Opfer, das wir bringen müssen. Bitte. Weil nur so können wir bestehen. Es ist Diplomatie. Okay? Jeder entscheidet für sich selbst, aber das sind die Auflagen und die müssen wir vorlesen. Und wir müssen euch sagen, dass ihr Masken tragen müsst. Aber wir sind nicht eure Papis und nicht eure Mamis. Bitte? Achso, nein, Attest. Dann dürft ihr euch natürlich bei der Polizei melden. So, wo sind unsere Musiker?
Ja, so, stopp, hier vorne liegen Songtexte. Wir dürfen die nicht verteilen, aber ihr dürft euch die nehmen für den Aufzug. Dansé encore, 99 Luftballons und der Protestsong geschrieben vom SPK-Kasse. Nehmt euch ein paar Songtexte und legt los, ja? Miteinander und verbunden.
bin dankbar für die schönen Schuhe. Wir wollen alle wieder tanzen gehen und unsere Herzen zueinander drehen. Wir wollen uns wieder in die Arme nehmen. Wir wollen alle wieder tanzen gehen. Wir wollen uns wieder in die Arme nehmen. Wir wollen alle wieder tanzen gehen und unsere Herzen zueinander drehen. Wir wollen uns wieder in die Arme nehmen. Wir wollen alle wieder tanzen gehen. Die Kundgebung ist hiermit offiziell beendet. So, einmal die Musiker nach vorne bitte. Ich habe gemalt, aber bei dir ist nicht.